Nicht happy. Jetzt habe ich nur keinen Platz zu zeigen. Aber wir machen ja gleich eine neue Leinwand. Jetzt habe ich so viel. Vor allem der Witz an der ganzen Sache jetzt, ich durfte die Scheiße heute bei Tinis neuen Rechner alles einrichten. Oh Gott, ja, das ist viel Arbeit. Viel Arbeit. Hat jemand ein Füllwerkzeug gefunden? Von euch? Ich habe nicht gesucht. Also gibt's keins, das ist ja doof. Ich fürchte, es gibt keins. Ich finde, das gibt's ja sogar bei Scribble.io. Du bist prinzipiell abgelenkt, Kari. Oder malt mich jemand, das ist ja süß. Dann bist du ja noch mehr abgelenkt. Oh. Sieh zu, wie ich abgelenkt bin, Kari, und dann können wir weiterreden. Ich bin das Füllwerkzeug. Ich brauche nur die Farbe. Füllwerkzeug? Oh nein! Oh mein Gott! Leute! Oh mein. Das war sehr passend, muss ich zugeben! Irgendwie schon. Was geht bei euch schief? Wer wacht jetzt schon wieder? Nein! Wer beweist das nicht? Füllwerkzeug, das läuft. Oh Gott. Läuft. Oh. Ja, Kari kriegt sich heute nicht mehr ein. Die wird auch heute sehr, sehr gut träumen. Ja. Sehr, sehr gut, ja. Ja, ja, ja. Im Boden versinken. Unser Niveau sinkt wieder. MS-Niveau. Oh, warte, wir das klippen müssen. Inwiefern habe ich gut zu tun? Was ist das? Kann ich das noch klippen? Kann man das essen? Mal so eine andere Frage. Inwiefern habe ich gerade zu tun? Hier ist ruhig. Prost! Dezent, ja. Prost, Made! Sofern man Xenoblade zocken und hier einen Kampf Nymphensittich zurückhalten und Tinis Rechner einrichten als Arbeit bezeichnen kann, dann ja. Ich will auch Xenoblade zocken. Dann musst du es machen. Ach, Manu. Ich bin jetzt bei Turners Golden. Nicht bei meinem Bild mit rummalen, bitte! Jetzt jedenfalls noch nicht. Was zum Teufel? Guck mal, ob ich noch ein bisschen weiter oben in die Ecke rutschen kann. Aber habt ihr Lust, das mal gleich auszuprobieren? Ja. Dass einer anfängt zu malen und der andere malt dann an diesem Bild weiter. Einfach nur mal so aus Spaß. Ich würde gerne mal gucken, ob das funktioniert. Aber erstmal machen wir natürlich hier noch ein bisschen unsere Aufwärmrunde zu Ende. Weil es macht auch echt viel Spaß. Also, wieso haben wir das nicht schon eher gemacht? Das ist echt cool. Julia? Ja? Deine Server, also deine Stream-In kam jetzt genau 4 Stunden nach dem Uhr. Nee, das ist die zweite oder nicht? Nein, das ist die. Sie hat ja gerade neu gestartet. Ja, ich habe das dritte Mal jetzt gestartet. Vorhin musste ich, weil wegen den Frame-Einbrüchen, weil es so geruckelt also hatte. Bei dem Spiel ist 9, 23 und 45. Das andere war von heute. Ja, kann sein. Okay, Eddie, da waren die anderen ungewollt. Was soll ich neu machen? Die macht das neu. Alles. Den Bot, der abruft, wann Julia online ist. Weißt du was, Kari? Kari macht das neu. Ekubio? Pass auf, Kari. Kekse? Nein. Ein Instrument. Geige. Violine. Ich hab dich auch. Die kleinste Violine der Welt. Ja! Julia hat's gecheckt. Ja, ich rede in der Tat von der kleinsten Violine der Welt. Du glaubst gar nicht, wie klein die ist. Warte kurz auf ihr Feier. Oh. Du kriegst sie auch. Ich muss erstmal deinen Namen finden. What the fuck? Ach, da haben wir dich ja. Man findet gar nichts mehr, oder? Nee, überhaupt nicht. Darf man ja auch. Dabei muss man eigentlich sagen, kleine Drachen sind gar nicht so schlimm. Na, erstens bezeichne ich dich nicht als Drachen und zweitens habe ich 5 Wodka Lem in mich.
Von daher. Und du hast nicht geteilt? Genau, und wir verdursten hier. Puh, Eddie. Um mal hier einen Punkt zu machen, ich teile nie. Boah, Eddie. Nicht mal das Meer? Uns, wir sind doch so toll. Das halte ich mal für ein Glück. Das halte ich absolut für ein Gerücht. Vor allem du, Kari. Kekse. Dann frag das Krümelmonster. Julia, Kekse. Die teilt auch nicht, von daher. Doch, aber ich habe gerade keine da. Ich habe nur ganz viele Haribos und Waldmeister-Drops und ich habe, ich habe einen Suppenteller voller Heidelbeeren. Ich nehme die Heidelbeeren. Ganz viele Heidelbeeren. Dann bitteschön. Unsere Heidelbeeren sind noch nicht alle reif am Heidelbeer. Oh, lecker. Das eigene. Oh, das ist natürlich noch viel, viel geiler. Ich habe noch Twizzlers. Bitte was? Das Zeug, was man aus Amerika / London herkriegt. Okay, was ist das? Lakritzstangen in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Oh, Lakritz, geil. Ich hab eine 180 Stückpackung da. Boah! Für den kleinen Hunger zwischendurch. Ich muss zugeben, beim Programmieren hilft das Zeug. Ja, ich weiß. Also ich mag... Oh Gott, lecker, ey. Ich esse das auch sehr, sehr gerne. Oh, ja. Gibt es Gründe? Darf ich eigentlich nochmal in den Channel oder hatte ich mich bei der letzten Party zu sehr daneben benommen? Ich hatte eigentlich den Voice-Channel auf 5 Personen beschränkt. Wie viel sind wir jetzt gerade eigentlich? Ich habe gerade Discord nicht auf. 5 Leute. Ja, ich möchte es eigentlich bei 5 belassen, lieber Mindspoon. Nicht böse sein. Das wird dann sagen wir es mal so, bevor ich gekommen bin, waren es noch 4, also von daher könnten wir ihn in der Theorie reinziehen. Weil ich würde sowieso nicht lange machen. Was? Malst du eigentlich mit, Mindspoon? Ich weiß das gerade gar nicht. Ja, natürlich gehe ich gleich wieder. Ich will weiterhin Xenoblade zocken. Oh. Aber Eddie. Aber Kari, du mich auch. Oh. Mein Lieblingsgame nicht, aber ich zock's gerade einfach, weil ich Bock drauf habe. Naja, ich sehe dich zurzeit ja ziemlich oft das Game zocken. Im Ernst? Ja. Hab ich dich in der Freundesliste? Er stalkt dich. Nein, ich muss gerade nachdenken, ob ich in der Freundesliste habe, das weiß ich nämlich gar nicht. Was ist denn das? Ich weiß nicht. Eine Freundesliste? Oh, ich weiß auch nicht. Oh, ich zeichne schon mit dem Radierer. Woran denn bitte? In der Switch oder was? Nee. Sondern? Oh, ich hab das so immer wieder mal auf Discord gesehen. Ich steig mal aus. Achso, okay, ja, ich hab das. Boah, cool, das hat echt viel, viel, viel Spaß gemacht. Oh, wer hat denn das gezeichnet? Das ist ja süß. Ja, ich hab hier die Funktion spielt, blablabla, bei meinem Discord, meine Kollegen. Das ist so schrecklich, davon kriegt man so Kopfschmerzen. Jetzt ein bisschen anstrengend, wenn man ungefragt überzeichnet. Ja, das bitte nicht machen, aber da hat Tria recht. Also nicht ungefragt irgendwo bei anderen mit reinkrickeln. Nur wenn wir das wirklich explizit sagen, die Zähne. Oh Gott, ja. Jetzt sehen die Zähne zum Glück weg. Oh mein, das sieht so schön aus. Das hast du gezeichnet, Ria. Oh mein Gott, wie cool. Ich muss das erstmal so schön screenshotten, bevor wir ein neues aufmachen. Das ist so unglaublich schön. Das ist echt cool. Also, ich glaube, mit der Rakete, wir müssen mal reden. Robin guckte gerade über die Schulter und sagte völlig tonlos, warum ist da ein Pimmel? Was? Protokoll! Kann ich unterschreiben. So ein Käse.
Ich habe extra drunter geschrieben, was es darstellen soll, damit die Leute, die die ganze Zeit fragen, es verstehen. Und nein, ich weiß nicht, die das gemalt hat. Vor allem die braunen... Wer zur Hölle ist das? Das ist doch eindeutig eine Rakete. Das Mainz ist Boom? Ja, Mainz Boom macht's aber gerade schlimmer. Im Ernst? Ja. Doch, sehe ich nichts. Bislang wurde das, was... Zumindest die Farbgebung wurde gerade weggelöscht. Mal gucken, was jetzt gleich kommt. Oh mein Gott. Das kann nicht gut gehen. Noch sehe ich nichts. Vielleicht hast du es auch schon. Kann sein, dass es schon wieder. I don't know. Ich glaube, ja. Wie niedlich das Ding einfach aussieht. Ja, warte mal. Oh mein Gott. Guck's dir doch an. Nein. Es ist so niedlich. Warte, Kari, ich schick dir noch was. Noch was Niedliches? Oder Nein. Was heißt? Ich nehme beide. Weder noch. Oh. Ich muss es nur finden in meinem Smartphone. Das könnte jetzt schwierig werden. Skandalös. Ich hab Zeit. Skandal! Ah, da gefunden. Discord. Ich finde das übrigens sehr hübsch, wie Gronkh mittlerweile angezogen wird, falls man anschaut. Immer wieder gerne. Ja. Vor allem wegen diesem GIF haben Tini, Julia und ich uns ungelogen fast 10-15 Minuten einfach zu Tode gelacht. Ich konnte danach GIF. Nicht mehr. Ja, ganz genau das GIF. Wir konnten danach nicht geil. Mehr. Sag mal, Steffi? Was? Wie? Wo? Was machst du morgen? Warum? Ich hab nicht zugehört. Ich hab auch noch nichts gesagt. Ja, korrekt. Ich will erst wissen, worum es geht. Also, was du Montagabend machst, weißt du schon, ne? Montag? Ja, arbeiten und was. Mit euch streamen. Ja. Und weiter. Wir müssen das morgen auch tun. Okay. Du hast uns nichts zu tun, hä? Doch, aber... Aber... Der Wombat ist so süß, guck ihn dir an. Ich brauche mal ganz kurz eine halbe Stunde weg. Ich muss mit dem Mund raus. Mhm. Ist gut. Ich gebe mal so lange aus dem Call raus, ihr Platz für wen anders. Ja, ich zieh ihn hoch. Soll ich aus dem Zeichending auch rausgehen, oder? Bubu! So, bin gelootet. Melli! Ich hau mich dann ins Bett. Das Nickerchen auf dem Bett war gut. Oh, Mensch. Dankeschön, dass du nochmal reingeschaut hast. Von auf dem Sofa eingebettet. Oh Gott, jetzt sehe ich das erst. Oh. Dann schlaf gut, meine Liebe. Und dankeschön, dass du vorbeigeschaut hast. Ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Und nicht so viel Stress haben. Es tut mir leid, aber die Rakete hat immer noch eine sehr, sehr unvorteilhafte Form, muss ich sagen. Ach Quatsch, Raketen sehen so aus. Nein, tut sie nicht so. Doch, Ellie, du hast keine Ahnung. Hab ich definitiv. Ellie, bitte nicht auf falsche Gedanken kommen. Das ist zu spät. Das ist zu spät. Das ist so schön, Ria, was du da machst. Oh Mann. Die ganze Woche. Das sieht so toll aus. Nein! Es wird nicht besser. Ach Gottes Willen. Ich gebe mir hier Mühe, dass die Rakete jetzt einigermaßen gut aussieht. Oh Gott, war das laut jetzt bei mir. Nein, dadurch wurde die Eiche nur hervorgehoben. Was? Das ist die Raketenkuppel! Oh Mann! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Weil bin ich bei diesen
Zeichenprogramm drin und trotzdem wird's gemacht. Ich werd gescheuert. Was hast du denn da gemacht? Oh Gott, sie sehen lecker aus. In diesem Sinne schöne Träume. Gute Nacht. Nighty night. Herrlich. Ja, ja. Olli? So kann man nicht schlafen. Die Rakete ist schweinisch. Was? Voll nicht. Die ist voll gut, so wie sie ist. Wie kann man denn markieren und etwas größer machen? Weiß das jemand von euch? Nein. Was macht ihr mit meiner Rakete, ey? Ihr habt doch einen Knall. Oh mein Gott. Ich habe nichts mehr. Ich bin Ihr versaut meine Rakete. Ich sehe das nur über den Stream. Hier, guck mal. Protokoll. Wir nutzen nur die beiden untersten Schichten. Natürlich. Man kann sehen, wer welche Schicht hat und wer was macht. Das stimmt, ja. Also seid vorsichtig. Seid ihr Montagabend schon voll, Carina? Nee. Weil ich würde mich sehr gerne wieder mit einklinken, wenn das okay ist. Ja! Weil ich habe ja mein auch noch ein Bild zu machen. Und mit euch ist das immer so schön lustig. Oh. Und außerdem ist das letzte Mal schon so lange her. Ja, cool. Wann wollt ihr denn loslegen? Ich denke mit Steffi so gegen 18 Uhr los. Ja, das würde ich auch hinkriegen, glaube ich. Am besten anfangen, Julia, am Montag. 18 Uhr klingt eigentlich auch ganz gut. Würde ich schaffen, weil ich wollte Montagabend sowieso streamen und zeichnen. Da können wir das ja gleich im Multistream machen. 18 Uhr? Ja, da bin ich daheim. Da bin ich gerade eine halbe Stunde daheim. Ah, cool. Ist das euer Ernst? Wer zur Hölle ist das? Was? Wer ist was? Bitte seid vorsichtig mit der Rakete. Julia könnte wirklich... Ach du Scheiße. Probleme wegen der Kette. Den müssen wir rauskicken? Ja. Da hat Ria recht. Da fehlt noch eine Antenne. Wir sollten das jetzt mit der Rakete wirklich... entfernen. Nicht aufs Äußerste treiben. Sagen wir es mal so. Entfernen besser. Ja. Warte mal. Mach's gut! Mach's gut, Rakete! Bye, bye! Auf Wiedersehen! So. Jetzt können wir Platz für was Neues schaffen. Oh mein Gott, sind die Bilder so schön geworden! Dann kann ich mal Rakete da. Hä, wieso ist das jetzt das obere weg? Weil es scheinbar in derselben Ebene war. Das rechts oben, das Bild, das war doch vorhin noch größer. Pixel Power, meine Güte, mein! Das rechts oben hat Steffi verschoben. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Pixel Power. Schön, dass du da bist. Und vielen, vielen lieben Dank. Ja. Oh Mann, ich freue mich. Schön. Schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Kommt mir gar nicht vor wie 0:14, ehrlich gesagt. Was? Upsi. Wer hat denn dir dieses blaue Männchen angefangen? Weiß das jemand? Das ist irgendwie gerade voll im Weg. Welches blaue Männchen? Aus weg, das da, was das hier. Wahrscheinlich hier zentral ist. Das links hier in der Mitte ist. Aber das ist doch schon längst weg. Hä? Nein. Warum siehst du das noch? Bei mir ist es nicht mehr da. Bei mir ist es noch da. Im Stream ist es da. Ja, das sieht jeder. Das ist ja komisch. Ich sehe nicht mehr. Oh, jetzt ist es weg. Ich habe das längst gelöscht. Wahrscheinlich hat Kari die einfach, statt es zu löschen, einfach bloß die Ebene ausgeblendet. Nein, das ist auf der Ebene mit dem Eis und... Das ist ja komisch. Ich hab's wegradiert, bei mir ist es nicht mehr zu sehen. Ich hab nur eine einzige Ebene. Egal! Ja, anschließen und mitmachen, das macht Spaß. Aber das rechte obere Bild, ist das bei euch auch abgeschnitten?
Das, ja, das ist, weil Steffi das verschoben hat. Die müsste das wieder runterschieben. Oh nein, Steffi, das ist doch so schön. Steffi ist gerade nicht da, die ist mit dem Hund. Steffi muss das gleich wieder gerade schieben. Ich will doch einen Screenshot davon machen, das ist so toll. Das Julia-Bild mit den Vögeln. Ja, das ist so unglaublich süß. Guckt euch mal bitte die Vögel an, die zwei. Ich finde das trotzdem mega interessant, dass bei euch das zu sehen ist, was ich weggradiert habe. Ach, vielleicht ist... Ja, okay. Ich habe auch was weggradiert, seht ihr das? Die Rakete, da habe ich die Outlines weggradiert. Vor allem der Witz an der ganzen Sache ist, das Männchen taucht auch, verschwindet wieder, taucht auch, verschwindet wieder. Ja, weil ich es ein- und ausblende, aber im Grunde genommen habe ich es weggradiert. Bei mir ist es gar nicht mehr zu sehen. Komisch. Also ich wollte es nur nicht zu sehen, wenn es ausblendet. Das ist immer noch. Ja. Alternativ kann man ja auch mal die gesamte Ebene löschen und dann eine neue dann machen. Ja, aber dann ist mein schönes Eis weg. Und dann kopier's doch. Stress nicht. Doch, Gottes Willen, Alter. Vor allem welches Eis? Ich sehe da keine Ahnung. Stimmt. Ihr seht das Eis nicht, aber wie bekloppt ist das denn bitte? Vom Julia von Stein gerade seine Bild. Das Beste ist, bei mir sieht es. Ich mache euch gleich ein Bild davon, weil bei mir sieht es tatsächlich ganz anders aus. Es wäre ein Zombie aus Dead by Daylight. Bei Daylight gibt es keine Zombies. Ja, sorry, ein Killer. Wer hat denn jetzt das F5 dahin gemacht? Das war Julia! Nein, nee, F5 nicht, war ich nee, nicht! Das ist Julia. Nein, das ist nicht Julia, die ist gerade noch dabei, das eigene genau. Bild zu verunstalten. Was? Ich verschönere das ein bisschen. Ich vervollständige okay, es. Und er kriegt jetzt noch schöne Bob Ross Haare. F5 das Beste ist halt echt, dass es bei mir nicht da ist. Das ist echt komisch. Warte, dann kriegt in die andere Hand noch einen Pinsel. Den hat er gerade abgefressen. Aber das Witzige ist, mein Eis seht ihr nicht, nur die Anfangskugel, die ganze Zeit halt da ist. Dein Eis habe ich vorhin noch gesehen. Ja, das ist total strange. Ich poste das jetzt mal im Discord bei. Wir haben es ja schon nach Mitternacht, ne? Wegen den Jungfreien hier, ne? Das ist ja schon ziemlich brutal, ja, was man hier sieht. Okay, Stadtland plus P18. Oh yes, mit Eddie! Ich sehe nur das Rote. Oh, Ria, dein Bild ist so toll geworden. Mann, das ist so geil. Das müssen wir echt öfter machen. Das ist so cool. Sieht einfach so genial aus. Drück mal F5, das hilft. Was passiert dann? Ich drück nicht F5. Okay. Dann aktualisiere ich irgendwas, ne? Dann ja, ja. Dann mach ich nicht. Ach so, oder doch? Weg? Aber dann ist nicht alles weg, oder? Könnt ihr mir das bestätigen? Ich probier's mal. Ich bestätige dir gar nichts. Okay. Ohne meinen Anwalt. Kari, hast du F5 probiert? Bei mir probiert? Noch so aus wie vorher, ja. Okay. Aber nee, ich sehe deine Haare jetzt nicht mehr. Die nein! Und ich sehe dein Männchen nicht mehr. Ja, das ist ja auch gelöscht. Ach aber so. Dafür seht ihr jetzt das Eis. Das aber sieht jetzt echt crazy Haare nicht aus. Mehr. Das Eis ist wieder da. Und deine Haare sehe ich nicht mehr. Wie sieht das denn jetzt bitte aus? Das ist scheiße. Ziemlich seltsam. Da fehlt dann nicht. Du mal F5. Kulturen könnte man das... Könnte man denken, dass das eine Strichmännchen vorhin jetzt gerade Hängetitten hat? Ja! Oh mein Gott! Ja, Julia macht's gerade! Oh mein Gott! Oh, das macht's gerade nicht besser, Julia. Ist nicht in Wahrheit eine Frau. Ja, jetzt definitiv. Erinnert mich irgendwie an die Mutter von einem Schauspieler von The Big Bang Theory. Ah, doch keine Hängetitten. Nein. Was zur Hölle? Ich muss kurz warten, das Cookie Monster ist noch in Bearbeitung. Ich hab grad ich seh das Cookie Monster. Stimmt. Das ist gerade in der Webcam. Das andere Cookie Monster war ein gemaltes Julia Cookie Monster, das ist auch nicht mehr zu sehen. Ja, bitte. Wo ist das?
Stimmt, ich glaube, hier müssen einige Leute mal F5 drücken. Oh nein, das war doch so süß. Es war Präteritum. Das finde ich nicht gut. Und ich habe schon wieder keine Druckempfindlichkeit. Das ist strange. Ah, jetzt habe ich sie. Okay, das ist... Ja, es ist... jetzt habe ich sie wieder. Gut. Alles gut. Ach nee, das ist doof. Das mache ich jetzt weg. Das ist beschissen. Was sollen denn die Leute denken, die jetzt hier so mal zufällig auf diesen... Was sind da jetzt noch da? Genau das Richtige, Julia. Der Kamm ist noch da. Und die Spinne... Also, wenn die genauso krank sind wie ich, dann definitiv so wie ich. Bob und das geht Rosina. Niemals gut. Bob, das Männchen hat... Underboobs-Striche. Ja, ich weiß. Ich habe dir meinen Screenshot. Dankeschön, Ria. Das ist so toll geworden, das Bild. Ich liebe es. Weil meins sah nach F5 anders aus. Da sind die Outlines verschwunden, oder? Kann das sein? Bei mir nicht. Okay. Malt doch jemand irgendwas? Nein. Oh. Bei mir sind noch deine Spinnennetze und so. Also, ich kann auch eine neue Leinwand machen, wenn ihr das möchtet. Und wir können auch mal nach Thema zeichnen. Oder in ein anderes Bild reinzeichnen. Wenn du eine neue Leinwand machst, ist dann hier die weg? Wir können das Auszeit, ja... Moment. Ah, die Spinnen sind von dir. Ja. Deshalb, ich finde die voll geil. Du, ich kann das Bild auch speichern. Ich habe jetzt auf Safe Warum bist gedrückt. Du eigentlich nicht im Voice? Wer ist nicht im Voice? Na, ja, Ria! Ja, warum bist du nicht im Voice, Ria? Das wollte ich dich auch schon fragen die ganze Zeit. Ich hab's ja vorhin angeboten. Julia, meine ganz andere Frage. Oh oh. Das Sauf-Emoji, das gerade über diesem Hund drüber liegt, das ist doch meins. Was? Du trinkst? Wie, das ist deins? Kommst du? Ich zieh dich auch rein. Ich sehe hier ein Sauf-Emoji. Ach, das ist noch vom. Das habe ich vergessen auszublenden. ich weiß, was du meinst. Oh Gott, ich dachte jetzt, was? Ach so, stimmt, du wolltest schlafen. Der ist uralt. Ich hab doch noch meine ganzen Smileys von meiner Forenzeit damals. Hast du auch noch die? Aber hallo, das waren die besten. Die geilsten und schrägsten. Ich habe vergessen, das auszublenden, weil die saßen auf dem Ast von Benjo und Kazooie. Wartet, ich zeig euch das mal. Wo ist denn das jetzt? BK-Animation. Ah ja, hier. So. Und da saßen die mit auf dem Ast drauf. Und ich habe vorhin nur die BK-Animation. Jackson, moin, hallo, moin. Jackson. Guten Morgen, yo. Stimmt. Du bist schon wieder morgen. So, jetzt kann ich das ausprobieren. Ja, aber morgen ist erst, wenn wir geschlafen. Ganz genau, so ist es. Und morgen ist Wochenende. Ach, erinnere mich bloß nicht am Morgen, dann muss ich wieder auf eine Geburtstagsfeier. Oh je. Yeah. Oh. Ja, RIP. So, jetzt ist es weg. Was ist eigentlich mit dem Männchen passiert, was angefangen wurde? Ja, ne? Wo Hände und Füße von zu sehen waren. Ach, da ist das Eis. Ganz genau, das Eis ist da. Hab ich nicht mitbekommen. Aber schlafen. Ach, schlafen, Ria. Pff. Oder musst du morgen arbeiten? Dann ist das natürlich was anderes. Er schläft jetzt schon. Schlafen ist überbewertet. Glücklich sein. Ich hab jeden erdenklichen Scheiß da. Was macht ihr? Nix. Ja, wir machen absolut nichts. Kari und ich sind die liebsten Menschen auf der ganzen Welt. Wir gehen alle ganz brav zur Kirche und beten irgendeine Scheiße an. Alles klar. Ja. Schön, dass das endlich mal wer versteht. Ja, in der Tat. So unschuldig wie die Morgen. Ja, vor allem das Emoji, das gerade hier Kari geschickt habe. Das Mörder-Emoji. Ihr wisst doch von nichts, ne? Euer Name ist Kari. Nicht so. Mein Name ist Red Xel, von daher. Nee, ah, jo. Nee. Das wollte ich dich schon immer fragen, Kari.
Deine immer. Da hab ich so genau noch mehr Scheiß da. Was kommt da jetzt? Eine Ratte? Nein, Duden. Duden. Und das ist kein Duden. Scheiß. Hallo, Duden ist dazu da, um andere zu erschlagen. Oh, Kekse! Oh Gott, ich will einen Keks. Ich will auch Kekse! Und rechts meinst du, dann mach mal. Ist die Face. Oh mein Gott, ist das niedlich. Ich finde das übrigens wunderschön, was da passiert. Genau. Ich finde das doof, dass man nicht markieren kann und vergrößern kann oder so. Das ist irgendwie voll komisch, irritierend. Das waren noch die alten Foren-Emojis. Ja, die waren geil. Die hat noch was. Das waren die besten. Das ist so lang her. So, der absolute Killer, Kari. Pass auf. Oh Gott. Ente. Oh Gott, hör mir auf. Ah, herrlich. Nacht, Ria, schlaf gut. Ria, gute Nacht. Ja, schön, dass du da warst. Und das Bild ist so toll geworden. Und ich freue mich schon auf den Screenshot. Der bekommt einen Ehrenplatz auf meiner Festplatte. Dankeschön. Und schlaf gut. Und komm gut in den morgigen Tag. Mir tut heute alles weh. Och nein, dann ruh dich mal schön aus. Meine Merius sein. Ach, deine Merius. Ich habe sie aber erkannt. Ich wusste sofort, dass du das gezeichnet hast und wer das ist. Dann schlaf gut. Vor allem, ich sehe gerade 500 Follower-Party. Demnächst kannst du die 600er starten. Lange dauert es ja auch nicht mehr. Oh mein Gott. Nee, das mache ich nicht bei allen 100. Das habe ich jetzt schon gesehen. 750 das nächste Mal. Ja. Das dauert auch nicht mehr lange. Weil da kann ich echt sonst jede Woche hier. Ja, in der Tat. Das, ja. Auf dem Server haben wir demnächst auch eine Marke zu knacken. Oh, scheiße, ja. Das geht so schnell. Dauert doch nicht mehr lange. Wieso, wie viele sind drauf? Knapp 500. Halbe 1000, ist auch krass. Ist schon eine ordentliche Zahl. Ja. Ich überlege dann, wie viele denn eigentlich gerade am Tag online sind. Aber ich habe das immer bewundert, wenn Leute toll malen können. Kann man alles lernen. Von 500 ist ja kein Hexenwerk. Es ist nur viel Zeit, die man investiert. 30 On stimmt nicht. Das sieht halt voll aus wie im Deponia-Stil. Derzeit bin ich drauf, derzeit wenn ich mal reingehe, schon. Das sind nicht mehr als wie 30 Leute, die on sind. Uno momento. Oh shit. Wir haben jetzt aktuell knapp 100 online um die Uhrzeit. Oh. Ah. Ist schon nicht schlecht. Und davon sind gerade mal 7 Bots. Oh. Ja gut, die Bots sind immer online. Ja, das ist selbstverständlich. Moro, moin moin. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Du guckst eben halt immer dann zu in den Online-Zeiten rein, wo kein Schwein online ist. Boah, doch eigentlich immer dieselben Leute. Das sind meistens dann on, wenn ich gerade nicht reingehe. Das sind eigentlich meistens immer mit die on, mit denen ich da noch ein bisschen schreibe. Ja, aber schreiben ist eine andere Geschichte als wirklich online sein. Das darf man nicht vergessen. Ups. So, ich mach gleich eine neue Leinwand.
Oh. Gut, das geht auch. Haben wir das auch geklärt? 500 Follower Party und schon fast 600 Follower, das geht ja schnell. Ja, das macht mir Angst. Das ist skandalös. Skandalös! Nein, das ist erschreckend. Ich hätte das nicht gedacht, wirklich. Das ist skandalös. So, da hat man gerade die 500 geknackt, jetzt ist man schon auf die 600. Ja, das ist wirklich so. Das ist krass. Ja, ich sag auch mal so, je mehr Leute es immer werden, desto weiter verbreitet sich. Ja, das stimmt, der Anfang. Ich hab ja auch. Nach dem anderen rein, der nächste empfiehlt den wieder und bla bla bla. Und ganz genau, ja. Ja, so ist es. Ich hab ja auch am Anfang gesessen mit ganz wenigen Leuten. Da war so 6-7 Zuschauer der Durchschnitt. Und irgendwann geht es dann BÄM und ja. Mal schauen, wann ich es schaffe, dass ich die 50 mal voll bekomme. Ja, pass mal auf, das geht dann echt ganz, ganz flott. Das macht gewaltige Sprünge. Oh, ja, Jackson, moin! Ich hatte früher auch so gerne gemalt, war nur leider nicht mal annähernd so gut. Ach, das ist alles eine Übungssache. Man muss nur dranbleiben, das ist wichtig. Ist das ein Bombard? Ja. Was ist ein Bombard? Da unten links in der Ecke. Ja. Über der Elfe, die ich ausgemalt habe. Wobei sich mir immer noch die Frage stellt ist, wer hat die Umrisse gemalt von der Elfe? Ria. Naja, ein Mord. Ich informiere mal mich bei Tini, wie es bei ihr läuft. See ya. Ja, mach das. Yo, Tini. Ah, mit Tini, ey. Das ist immer total anstrengend, alles neu aufzuziehen. Ja, aber dann läuft wenigstens wieder alles stabil bei ihr. Das ist ja auch nervend aufreiben. Schon, das nervt ziemlich, wenn du die ganze Zeit irgendwelche Probleme hast. Oh, da braucht ihr nicht Angst machen. Das ist Ria schuld dran. Hatte früher auch sehr gerne dem Maler Bob Ross zugeschaut, falls der... Ja, aber hallo, natürlich. Und das ist Wahnsinn, wie leicht das bei dem aussah. Ja, der war unglaublich krass. Der hat pro Tag, 25, 30 Bilder gezeichnet. Der hatte da richtig gut Übungen drin. Und das ist es halt. Das ist das Geheimnis. Da wirklich viel Übung drin zu haben. Es ist kein Zauberwerk, was man in die Wiege gelegt bekommt, sondern einfach üben. Machen. Dadurch verbessert man sich automatisch. Das wäre ja zu einem. Jetzt habe ich kurz meinen Stift vergessen. So, ja. Jetzt. Ach, da unten. Malst du unten links? Carina? Ja, ne? Das bist du. Ja. Ja, cool. Ja. Im Wartezimmer ist ein Otter. Oh. Ja, Moment. Warte, ich ziehe sie. Ich habe gerade Zeit. Okay. Sie hat mir auch gerade geschrieben. So, da ist sie auch schon. Moin, moin! Hi. Hallo. Moin. Die kreischen los. Ja. Hilfe. Es ist so niedlich. Ja, süße Mäuschen. Süßer Wombat. Süßer Dackel. Was ist wieder los? Hä? Was ist wo los? Ich mach gleich mal eine neue Leinwand.
Das ist gemein. Das ist gemein. Aber du musst. Erst muss Otter noch die Sachen von rechts oben wieder ein bisschen mehr reinziehen, damit man alles sieht und gut knipsen kann. Du hast da Augen auf dem Kopf. Nein! Aber Steffi. Ja. Na. Ja. Hallo Sirius. Moin, moin. Man kann mit Übung viel ausgleichen, aber ein bisschen Talent muss auch vorhanden sein. Nächster, ja. Bitte! Talent ist in meinen Augen, glaube ich, einfach nur so ein Boost. Das bedeutet für mich eigentlich nur, dass du schneller bist mit dem Lernen. Ja. Aber ja, nicht, dass das dann irgendwie auf Anhieb irgendwas kannst. Das ist, bedeutet. Und ich behaupte, jemand, der irgendwas unbedingt will, ist besser als jemand, der einfach nur Talent hat. Muri, Ferdi! Motivation ist so viel mehr wert als Talent. Ja, Talent, genau. Talent immer in Anführungszeichen zu sehen. Ich finde den Begriff auch ziemlich. Ferdi, vielen Dank für den 100 Bits! Oh. Ferdi! Jetzt werden wir philosophisch, aber es ist wirklich so. Der Begriff wird, glaube ich, auch oft missverstanden. Ich finde es aber auch tatsächlich mal ganz, ganz wichtig, sich wirklich das auch vor Augen zu halten, dass es eben nichts mit irgendeiner magischen, unsichtbaren Kraft zu tun hat. Sondern, also zum einen den Künstlern gegenüber, es ist harte Arbeit, so weit zu kommen. Eben. Aber eben auch der eigenen Motivation gegenüber. Ja. Der Typ, der dir gegenüber ist und krass ist, der ist nicht krass, weil er Zauber das gelernt bekommen hat, sondern weil er sich das angeeignet hat. Jeder hat mal Strichmännchen gezeichnet. Und das darf man echt nicht vergessen. Ja. Also auch um die eigene Motivation hochzuhalten, weil jeder hat klein angefangen und jeder kann groß werden, wenn er wirklich will. Das hängt natürlich ganz klar damit zusammen. Ich habe das auch so oft mal auch von Arbeitskollegen damals gehört, wenn die dann halt so Bilder gesehen haben, so, oh Mensch, du hast so viel Talent. Ich habe da leider gar nichts von abbekommen oder so. Das ist immer so, Mensch. In vielen ist das echt noch im Kopf, die denken wirklich, das ist wie Mittelalter was Magisches. Ja, genau. Aber es ist nicht so. Das ist. Guck mal, Leute, die ein Instrument lernen, die können das ja auch nicht auf Anhieb. Die haben auch irgendwann mal eine Gitarre in die Hand genommen und konnten fast gar nichts spielen. Die haben mit ganz einfachen Sachen angefangen, bis sie irgendwann selber schreiben konnten oder in der Band spielen konnten. Das Schritt für Schritt. Und so ist mit dem Zeichnen ganz genauso. Oh, Bernhard! Warum wackeln meine Striche so und eure nicht? Vielen Dank für deinen Follow. Und einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Was? Don't following you, brother. Follow my friend. Kannst du rauskicken. Ist wieder Bot. Oh Gott. Das ist wieder eine klassische Bot-Nachricht. Und ich mache mir noch die Mühe und lese das vor. Ich denke, was am wichtigsten ist, dass man am Ball bleibt und immer versucht, besser zu werden und nicht gleich aufzugeben. Ja, Geduld ist Geduld und Spucke, sage ich immer. Das ist das A und O. Wenn es mal nicht sofort klappt und etwas länger dauert. Und das ist halt das Problem, was viele haben. Die haben gar nicht die Geduld. Die möchten gleich von heute, am besten auf morgen, perfekt zeichnen können zum Beispiel. Oder ein Instrument spielen können. Aber so funktioniert das nicht. Das dauert Jahre. Ja. Mindestens. Steffi. Julia ist Montag ab. Geil! Da fallen wir die. Man wird gefragt, was war auf dem Bild für Pronk eigentlich zu sehen. Ich glaube, das waren mehrere Bilder. Ein Bild hat mir die Suse geschickt, aber die anderen habe ich noch nicht gesehen. Die kommen vielleicht noch. Aber die Ärmste, die steht noch völlig unter Schock. Ich hab mit ihr zwischendurch ein bisschen geschrieben, die ist fix und fertig. Vor allen Dingen, sie wusste nicht, dass dieser Stereo hat noch ein Originalbild, also in der Hand, eins von ihren kleinen Bildern mitgeschickt. Und das wusste sie gar nicht. Sie dachte, dass nur die digitalen Bilder mitgeschickt wurden. Und da war sie fix und fertig. Und das ist schon krass, glaube ich, für sie. Stimmt was nicht, Muri? Was ist los, Muri? Warum der wütende Rini, Muri? Schimpf mal den Otter. Also Otter ist böse. Was? Warum ist Otter böse? Weil eigentlich macht sie diesen Wut-Rini nicht hin. Warum sollten wir Otter schimpfen? Niemand schimpft die Otter. Otter ist doch gar kein Grund. Warum bin ich böse?
Weiß ich nicht. Was? Made sagt, du wärst böse und wir sollten dich schimpfen, aber hier schimpft keiner, Steffi. Nein. Ach, du beantwortest also, Fragen nicht. Ich frage die Frage. Was ist das? Von einem Freund, der Vater hatte original Fliesen und Skizzen, die sahen echt nice aus. Oh, cool. Skizzen finde ich auch immer sehr, sehr schön anzusehen. Dann kann es sein, dass ihr Bild bei den Geschenken dabei sind, die Gronkh im Laufe des Spiels auspacken muss. Oh, das kann sein, ja. Das kann auch sein, stimmt. Otto beantwortet Fragen nicht. Hä? Was hast du denn für eine Frage gestellt, Made? Das Problem ist, dass die Leute immer nur das Ergebnis sehen, aber nie den Weg dahin. Oh ja, oh ja. Das stimmt. Hast du nicht gefragt, wann sie das nächste Mal streamt oder so? Wenn ja, Montag. So ein Smudge-Tool? Nee, ne? Ah, wann ist denn das Ottertier wieder online? Ja, am Montag. Ich hatte mal versucht, Gitarre zu spielen, aber hatte mich dann auch sehr schnell geärgert, wenn mal etwas nicht geklappt hat. Meine Lehrerin meinte dann auch, hey, du fängst gerade erst an, das geht nicht von heute auf morgen. Ganz genau. Ja, so ist es. Ach stimmt, nach dem Geschmack habe ich nicht mehr gelesen. Momentan bin ich halt so viel bei der Arbeit drin, dass ich nicht wirklich aktiv bei Discord regelmäßig reingucke. Da muss ich die überleben lesen, aber es tut mir leid. Ich mach mal kurz die Flaschen weg. Ich nehme mal kurz die Flaschen. Made immer. Das Otterli hat immer Hunger. Vor allem, wenn jemand in meinen Chat kommt, der Froschkeule heißt. Tut mir leid, ich will die Diskussion beginnen, ob er nach Hühnchen schmeckt. Ah, das musste sein. Fisch? Fisch? Fisch. Am besten noch gefroren. Also de facto habe ich gerade ein Eis, von daher ist das ganz geil. Oh, jetzt ist Steffi da. Eis, danke, du bist die Beste. Steffi, könntest du... irgendwo, ah, das geht wahrscheinlich nicht mehr. Oder dieses rechte obere Bild, dieses wundervolle, schöne Bild, irgendwie so hinschieben, dass man es nochmal ganz sieht, oder geht das nicht mehr? Ja. Weil ich würde es gerne nochmal speichern, komplett, bevor ich hier eine neue Leinwand aufmache. Julia möchte ihr komplettes Bild sehen. Ja, ja, sobald man es einmal verschoben hat, außerhalb der Layer, ist es weg. Nein. Nicht ganz so schlimm. Ich habe sehr oft zwischendurch gescreenshottet. Oh, danke, Karin. Geil. Sehr oft meine ich, ich habe eine riesige Photoshop-Datei. Du bist ein Schatz, danke schön. Sehr, sehr schön. Weil das wäre echt zu schade, wenn das verloren geht. So schön gewonnen. Ich habe damit das angefangen, weil ich mache ganz viele davon. Das ist so süß. Vor allen Dingen, wie die zwei da bitte so sitzen. Oh Gott, das ist... Ja. Da prickelt's im Herzen. Julia, das wirst du gleich irgendwo her. Da geh ich kaputt, ey. Sollst du glatt irgendwo einfügen, das Bild. Wenn man Trompete spielt, kann es sehr demotivierend sein. Oh ja, wenn man in der Schule eine aufs Maul bekommt und dann eine Verletzung an der Lippe hat, die zwar verheilt, man aber dadurch stark aus der Übung... Oh. Ja. Okay, das ist krass. Ja. Okay. Ist jetzt irgendjemand aktuell gerade an was... Nee, sehe ich nicht. Nee. Am Zeichnen sein tun? Gut. Dann mache ich mal eine neue Leinwand, wenn ich herausgefunden habe. Ah ja, Export kann man auch. Genau, als PST. Das ist toll. Okay. Quick New oder New? Name. Meine Photoshop-Datei sind 61 Ebenen. Boah. 61. Läuft. Nicht schlecht. Wir nehmen wieder grau als Hintergrund, ist besser für die Augen. Ja, alles ist besser als weiß. Am besten dunkel. Ja, aber ganz so dunkel sollte es auch nicht sein. Ich nehme mal grau. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, das ist super.
Das ist Kraus super. Sehr angenehm. So. Da so noch mal den Link. Ach so, ja, warte. Warum hast du eine neue? So, der Link ist im Chat. Ja. Höchste Zeit, dass du ins Bett kommst, du Schlingel. Oh, es ist so toll. Oh, dann ja, ich bin wieder auf schön. Ich bin das Küken, aber ich habe mir auch einen Account angelegt. So, wie verfahren wir jetzt? Ich weiß nicht, ich traue mich irgendwie das nicht mal auszuprobieren, aber ich weiß halt nicht, ob das funktioniert. Ich habe das irgendwo mal gesehen vor Jahren. Da gab es mal so eine Zeichnertruppe, die waren recht lustig drauf. Und da haben die halt irgendwas gezeichnet und nach einer Minute oder so, nach einer bestimmten Zeit, die wussten das aber nicht, wann das war, wurde dann Stopp gesagt und jemand anderes hat dann quasi, ich glaube, die haben das mit Karten gemacht. Da standen dann wahllos Begriffe drauf, wie Skateboard zum Beispiel. Und dann musste man halt die Figur irgendwie dann auf ein Skateboard setzen. Aber ich weiß es halt nicht, wie man das jetzt bei uns als Gruppe jetzt irgendwie realisieren kann, ohne dass das im Chaos endet und auch funktioniert. Weil man Chaos! Man muss es doch irgendwie ausnutzen, dass man auf eine Leinwand zeichnen kann. Das ist doch voll mega. Wir lassen den Chat entscheiden, was wir tun sollen. Genau, das ist eine gute Idee. Die müssen machen irgendwie das mit der einbeziehen werden. Und ich zeichne mit Maus. Tja. Upsi. So, die Made macht sich jetzt zur Schwangeren ins Bett, in der Hoffnung, sie lässt mich schlafen. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, liebe Made. Und komm gut in den morgigen Tag. Ein schönes Wochenende wünsche ich dir schon mal. Schick die Datei weiter. Die Datei weiter? Gute Nacht, Made. Danke. So, lieber Chat, ihr seid jetzt gefragt. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, einen Begriff hier reinzuschmeißen. Am besten wäre es, es sollte schon ein Nomen sein. Also kein Adjektiv oder jetzt irgendwie sowas in der Richtung. Oder ein Verb auch nicht. Weh, ihr nehmt was Schweres. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich Leia. Zumindest bei mir, bei euch. Ein auch. Haus! Okay. Ich zisch gleich Richtung VR-Shit ab. Ich wünsche nichts für die SPD. Ja, der ist wohl nicht. Alles klar, Nemuro. Dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß im VR-Shit. Wir brauchen keine nicht zeichnen und speichern und die Datei weiterschicken. Wir zeichnen gerade tatsächlich alle in derselben Datei. Ja. Gleichzeitig. Das ist doch mega, oder? Ich bin übrigens für das Haus. Okay. Carina, möchtest du das Haus zeichnen? Ich bin total schlecht in Häusern zeichnen. Oh mein Gott, man sieht noch die Sprechblase, scheiße. Was hast du denn eigentlich für eine Frage gestellt? Ich hab das gar nicht mitgekriegt. Was hast du jetzt nicht mitbekommen? Was du gerade für eine Frage an den Chat gestellt hast, weil mein Gehirn... Ich hab nur aufgefordert, dass die halt irgendeinen Begriff schreiben können und wir setzen das um. Mehr nicht. War keine Frage jetzt irgendwie. Ja, ein Furz, Sirius, wie soll man denn? Ja, doch, ein Furz kann man schon darstellen. In der Comicsprache geht das. Jetzt bin ich mal gespannt, was Carina für ein Haus malt. Aber wir müssen ja dann irgendwie was aus dem Haus machen. Aber Sandburg finde ich auch irgendwie voll interessant, cool. Julia, aber kennst du das? So, wenn dein Körper ist eigentlich noch aktiv, aber dein Gehirn... Ja, das kenne ich sehr, sehr gut. Das ist mein Dauerzustand. Willkommen in meinem Leben! okay. Ich sag nur Methangras, für alle, die es kennen. Okay, das muss ich jetzt googeln. Natürlich kenne ich das! Methangras. Das ist ein Gras, oder? Ach, Methangas! Ich hab Gras... Methangas. Julia, wie war das eben? Damit kennst du dich nicht aus. Okay. La 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 la. Methangras.
Hatten wir ein Füllwerkzeug gefunden? Du hängst so viel mit Suse rum. Das Methangras ist so geil. Ja, für solche Jokes bin ich hier. Okay. Okay. Die Sandburg ist so cool. Ja, ich hab gedacht, ich mache einfach so ein Zwischending zwischen Sandburg und Haus. So, und der Chat kann sich schon mal überlegen, was wir da noch reinzeichnen können, welches Element. Also wir haben jetzt schon mal eine Sandburg, damit kann man schon echt was Cooles machen. Vielleicht wollt ihr dann sogar eine Geschichte draus. Mal gucken. Ein sandiges Burgerhaus. Ein sandiges Burgerhaus? Ja. Wie kann man die Strichdicke, ja. Da habe ich die ganze Zeit mit gekämpft. Ich habe mir dann ein Plugin installiert. Ich benutze den Chrome Browser und da habe ich den Stylus Brusher, keine Ahnung, das wurde mir hier angeboten. Ich habe es installiert und dann habe ich das hinbekommen. Davor habe ich es leider auch nicht hinbekommen. Und die anderen, die hatten das gleich von Anhieb. Also normalerweise müsste das von alleine gehen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob du diesen Plugin installiert hast. Also mir hat der weitergeholfen. Weil ich konnte das nämlich auch erst nicht. Babyschildkröte. Müsst ihr gleich mal gucken, ob man die Fläche drehen. Ich meine, man konnte sie spiegeln, oder? Ich meine, gut, das Tablet ist klein, das kann man gut drehen. Wir könnten irgendwie gucken, ob wir eine Szene oder sowas hinkriegen. Ja, genau, eine Szene wäre gut. So in der Richtung, ich mach mich mal noch ganz unten. Also die ganzen Dinge, die sollten schon irgendwie in einem Zusammenhang stehen, weil sonst macht das ja keinen Sinn. Das kriegen wir aber schon hin. Das wird gut. Meer, Strand, cool. Na, und dann halt im Hintergrund irgendwie gucken, ob man hier halt irgendwie noch mal... Hey, Julia? Ja? Wir bringen dich gerade zu Hintergründen. Nein! Fällt mir gerade so auf. Oh, das ist gerade ganz schlecht. Ich, ich muss schlafen. Oh, schon so spät! Ja, aber sowas in der Richtung könnte man eigentlich ganz gut machen. Ja, das stimmt. Ja, wir können ja mal in der Zeit. Das stimmt. Ich mal die Sonne. Zieht das doch zu Hintergrund? So eine lachende Sonne mit Sonnenbrille. Nein. Oh, Menno. Julia, wie wär's denn, wenn du hinter dem Schloss mal einen Strand layoutest? Oh. Ganz, ganz grob. Das ist eine super Übung. Ja. Hat ganz schlecht. Warte mal. Leid, du Sau. Wieso male ich gerade mit Grau, wenn ich Gelb eingestellt habe? Das ist crazy. WTF. Das ist gerade wirklich ein bisschen verrückt. Gerade ein bisschen? Hä? Ich kann gerade nur mit Schwarz malen. Oh, warte mal. Das ist irgendwie komisch gerade. Wieso kann ich nur mit Schwarz malen? Die Farben tauschen? Oh, das war doch tatsächlich bei mir vertauscht. Ja, bei mir auch gerade. Dankeschön für den Tipp. Das wäre ich jetzt ewig nicht drauf gekommen, glaube ich. So, ich nehme mal ein bisschen so ein etwas kleines, dunkleres Grau. Oh Gott, Hintergründe bitte nicht! Upsi. Oh, das ist ein bisschen zu rosa. Okay. Oh nee. Ich weiß nicht, wie ich da anfangen soll. Warte mal. Vielleicht von vorne. Der Bogen ist so krass. Du
könnte man da nämlich dann so ein bisschen Wasser. Hier könnte die Insel wieder rumgehen. Mhm. Und dann könnte hier vielleicht dann irgendwo so ein Vulkan. Hier könnte ein schöner Vulkan stehen. Und hier stehen dann so die ganzen Palmen. Oh, nee! Bei mir ist die Farbauswahl gerade irgendwie sehr eigenartig. Wasser könnte ja dann auch Action sein. Genau, das ist ganz grob horizontale Linie. Ah, das ist echt cool, das macht echt Spaß, ey. Den Chat nicht außer Acht lassen. Mensch, ich vergesse das immer. Sorry, ey. Wenn ich im Zeichnen bin, ich bin so vertieft. Und hier stehen erstmal so 3 Seiten Text. Sehr gut. Was? Ich dachte, ich bin so fies und so abhängig. Wie kann man die... Achso, das hatte ich schon. Babyschildkröte, Hautprinzessin Peach. Zähne, ich kann da nur 6 graue Pixel in die Tür erkennen. Ich erinnere mich zum blinden Ehrenhalb. rechts kann man die Strichstärke ja herrlich in Pixel einstellen. Wer lesen kann, schon am Vorteil. Ach, die Strichstärke meinst du? Ich dachte, du meinst die automatische. Ja, das stimmt, ja. Trotzdem, warum sind eure Striche nicht verwackelt und meine sind... Bin ich einfach so schlecht? Nein. Ich denke mal, aber man kann hier auch noch eine Stabilisation einstellen. Den Stabilizer. Nein, noch nicht mal. Könnte sein. Oh, das ist cool. Und wenn ich sehr langsam die Linien ziehe, dann werden die bei mir auch wackelig. Okay, das ist bei mir. Ich muss mal. Ich halt einfach die Geschwindigkeit die irgendwann ereignet. So, wir müssen aber jetzt irgendwie noch hier die Wasserfläche füllen. Ja, das Wasser. Anfang, den wir haben. Wir können tatsächlich mal überlegen, ob man hier den Strand ein bisschen erweitert. Dann hätten wir nämlich hier Platz für die Babyschildkröte. Die jetzt in ihrem Sandschloss nach Hause kommt. So geil, wie wir alle leise gefahren sind. Ja, ne? Man ist wirklich ein bisschen konzentriert. Gibt es auch Stabilizer für Mäuse? Ich kann sie einfarbig blau machen. Oh. Entschuldigung. Nee, ich wusste nicht, dass du da noch ein Dach hin machen möchtest. Ich mach mal meine Palmen wieder weg. Ach, lass sie doch, die können doch drüber gucken. Echt? Nee. Meine Lea ist wir sind in der Skizzenphase. Ne? Lass sie doch einfach erstmal. Achso, wir machen da drüber noch Outlines und so. Ich dachte, das wäre das fertige Endprodukt. So, der Vulkan. Ich möchte einen Vulkanausbruch malen. Ich will jetzt Vulkanausbruch malen. Do it! Just ja. Do it! Kartoffelsalat. Entweder eine sehr große Schildkröte oder eine sehr, sehr kleine Sandburg. Man wird es nicht wissen. Woher kenne ich Kartoffelsalat? Den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ach, das war, weil Tukan gesagt hat, oh, lecker Nudelsalat. Oh, ja, Kartoffelsalat ja. Mag ich natürlich auch. Ich erinnere mich. Mhm. Was kann man denn nochmal hier Dramatisches in den Sonnenuntergang malen? Da kommt noch viel, da muss noch ein Element hin. Ein Hai, der ein Boot frisst. Ein Kraken, der ein Piratenschiff runterzieht. Hai, der ein Boot frisst. Okay. Das hört sich ja voll nach Meister Hai an.
Also ich habe die Weltenschildkröte, ja. Das Boot malen. Die Weltenschildkröte ist auch cool. Mir brennt gerade die Augen raus. Warum? Weil mich der Bildschirm gerade voll blendet. Dann gut. Du kannst doch bei Windows einstellen, dass er den Blaufilter einschaltet. Ja. Das ist super angenehm. Ja, jetzt geht's wieder, aber es war gerade voll Ja, wer malt das Piratenschiff? Mal wenn du bei einer dunklen, vor einer dunklen Höhle sitzt, dann. Ich dachte, Piratenschiffe wären so deine Spezialität. Ja, eben, ich hab das alles schon mal gemacht. Ich bin raus. Oh, Piratenschiff, da ist Steffi genau die richtige Person nein. dafür. Steffi sagt, sie macht das nicht, weil sie es schon gemacht hat. Oh. Aber dann sieht es gut aus. Gut. Ich versuche mich dran. Wer baut da gerade den Vulkan zusammen? Julia. Weiß nicht. Das sieht nice aus. Da ist Stimmung! Ach so. Jetzt weiß ich, warum das hier so komisch ist. Das ist so dunkel. Ich hätte gern Shortcut für zurück. Das ist furchtbar, wenn man da links oben hin. Einmal geht das. Ja, mit welcher Taste? Steuerung, check. Oh. Das ist so weit weg gerade, die Tastatur. Also, ich möchte. Ja, den letzten Strich kriege ich da weg. Ach du Scheiße! Seven! Seven ist da! Seven! Ihr bricht gerade alles zusammen! Ja! What the fuck? Dankeschön, Seven! Boah, 5 Stufe 1 Abos für den lieben Tubal. Hallo Tubal! Für den lieben Nomoru, für die Made und für Kartoffelsalat. Boah, was ist hier los? Vielen, vielen herzlichen Dank. Huch, bist du ausgerutscht? Oh mein Gott! Was ist Jack? Ich brech ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Und schön, dass du da bist. Ich glaube, wir wollen das bei Kari bringen. Kommst du auch ins Discord? Genau. Wir sind hier schon fleißig dabei. Stimmt's, Kari? Du bist wieder daheim. Wunderbar. Und wenn das bei dir bringt, dann wird man von dir erschlagen. Ja. Verstehe aber nicht, warum. Aber eigentlich freut es sich. Ja, ich weiß. Ich kann damit nur nicht umgehen. Das kann ich auch nicht sagen. Soll ich? Natürlich sollst du, aber hallo. Schneller. Genau. Und jetzt alle. Komm ran hier. Kommst du rein, kannst du rausgucken. Das Gute ist, dadurch, dass ich die unterste Szene bin, kann ich einfach diesen Hektiker. Bei mir bin ich die unterste. Man muss das doch. Oder hast du keine Ahnung, das ist eigentlich besser. Habe ich gerade verschoben. Ah, okay, cool. Wir genießen jetzt, dass du kommst. Oh, Julia möchte, dass du kommst. Oh, ich meine. Aber du hast es doch wunderschön gesagt. Dann genieße ich jetzt, dass du kommst. Ja. Also, ich meine, dass du erscheinst natürlich. Ja, das. Hier bei uns, in das unserer fröhlichen Runde. Ne? Wisst ihr Bescheid? Was? Das sag ich da an und dann sind sie, ja,
Wir brauchen noch Wolken. Also, ich mach mal Wolken. Wolken. Zum Gewitter am besten, oder? Baut so eine Stumpf. Viva, Wuva, Wolken. Das würde schon eine. Oh, Sherry, du machst mich so karussell. Rote Wolken, Julia. Interessant. Rote Wolken. Aber was regnet es? Blut? Unter anderem. Julia. Ja, bitte, bitte, bitte. Wieso hast du die Wolken rot gekriegt? Nein, weil bei mir gerade das mit dem Farbauswahl-Ding ein bisschen rumspackt. Das ist nicht gewollt. Ja, also rote Wolken, das hat auch noch keine. Ja, rote Wolken, die sind dramatisch und die werden ja auch noch rot, weil wir haben ja hier das, die Lava, ne? Die spiegelt ja dann. Vielen Dank für dein Follow! Der einzig wahre. So kam eigentlich kein. Warum kamen eigentlich die Alerts gerade nicht? Oder wieso kommt überhaupt gerade kein Alert? Ben hat kaputt gemacht. Irgendwas ist jetzt hier broken. Das ist gerade crazy. Crazy. Das war richtig geil. Ich kann für euch jetzt sogar die Kasse ziehen. Ja, aber hallo. Oh, benutze ich als Skizze. Das heißt, ich darf auch dein Ziehen und Apokalypse. Ein bisschen. Ein bisschen. Wieso kommen keine Alerts mehr? Was ist das? Das war das letzte Mal auch schon so. Ab einer bestimmten Streamstundenanzahl. Eben hat von Sven alles noch funktioniert, danach nicht mehr. Ich weiß, wer schuld ist. Och, wer auch sonst. Warte mal, ich mach mal kurz einen Test. Ich geh mal kurz in die Alertbox und guck, was hier los ist. Ich mach mal kurz einen Test, Dingsbums. Ich habe gerade was festgestellt, mein Abo läuft nur noch 2 Tage, was ich geschenkt bekommen habe. Dann musst du es wohl verlängern. Ja. Hier geht gar nichts. Geht wirklich gar nichts mehr. Du bist doch immer schuld, Sven. Das ist immer bei den Follower-Partys so. Da geht dann irgendwann gar nichts mehr. Ich weiß nicht, woran das liegt. Geht ab, Alter. Scheiße, wir haben jetzt 5 Alerts nicht bekommen. Ah, sie werden es überleben. Ist halt trotzdem komisch, weil eben funktioniert es noch. Ja, das war alles nur. Bis dieser komische Bot kam. Dann war alles tot. Es geht gerade wirklich gar nichts mehr. Bot genannt? Oh, der Bot ist blöd. Bei mir geht gar nicht mehr. Test, follow. Ja, ist es denn der Possibility? Jetzt geht's wieder! Ja, guck mal, Sven testet extra für dich. Dankeschön, Seven. Es geht wieder! Meine Vögel tanzen wieder! Oh, einen springenden Delfin vor dem Sonnenuntergang. Das macht dann einfach Sven. Jetzt bin ich froh, dass das wieder geht. Oh mein Gott. Geil. Vögel durch. Kann ich mir eigentlich einen noch zweiten Layer machen? Geht das? Ja. Ja, das geht. Du kannst ganz rechts, ist add Layer. Nee, okay, da gibt's ein fette Party. Fette Party. Ah, da. Roterdenwurz Lerminesbusch. Was? Den kann ich für Name, bitte. Roter den Wurzlerminesbusch. Ich hab das sowas von definitiv falsch ausgesprochen. Der ist viel zu lang, der Name. Meine Güte. Herzlich willkommen. Herzlich. Das wäre sehr otterig, wie du denjenigen begrüßt hast. Herzlich. Ja. Nicht verschlucken. Was, ich verschluck mich niemals. Wir sind bei Öffnetopia im Discord. Geh einfach in ins Wartezimmer. Ins Wartezimmer, genau. Nimm dir den Keks, eine Zeitschrift und wir holen dich gleich ab. Ja, wir geleiten dich. Ja, wir geleiten dich. In den Raum des Frohsinns. Irgendwie sind meine Wolken gerade so ein bisschen dramatisch. Du brauchst noch den Link zum Dingsbums, ne? Zum Dingsbums? Ja, Bumsdings. Dings? Ach ja, warte, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich hab schon, ist gut. Oh, danke, okay, alles klar. wie kann ich das jetzt nochmal drehen?
Oh, scheiße. Ich habe jetzt eine Auswahl gemacht. Da oben sind Tasten zum Drehen. Wo kann man jetzt die Auswahl drehen? Die Wolken wollte ich jetzt ein bisschen verschieben. Da musst du nur an die Knöpfe drehen. An die Knöpfe drehen. Hi. Hallo. Moin, moin. Moin. Grüßt euch. Ja. Und auch jetzt hier mit Stimme meinen herzlichsten Glückwunsch zu deiner 500. Oh, danke schön. Vielen lieben Dank. Immer gerne. Gerne, gerne. Oh, die Schildkröte. Die Schildkröte ist mega süß. Ja. Die wird doch viel süßer. Geht noch süßer? Mach mal eins. Wirf mal einen Blick auf die Followerzahl bei Juli. Ja, sehe ich. So, ich will es gar nicht wissen. Etwas skandalös. Ich habe nicht aufgepasst, wie viel es vorhin war. Ich weiß nicht, wie der Counter heute hochging, ehrlich gesagt. Wo ist denn jetzt mein Geodreieck? Wie dein Geodreieck? Ist wieder ziemlich Ja, ja, offensichtlich. Aber womit habt ihr da angefangen? Keine Ahnung. Wie kann ich denn die Wolken jetzt irgendwie drehen? Das ist doch ich habe keinen blassen Schimmer. Ich will das drehen! Also wenn ich mir dann überlege, ich war dabei, wo die 100 voll gegangen ist. Ja, das ist nicht. Da rotiere ich das ganze Bild. Und das war, glaube ich, der vorletzte Stream. Mhm. Und jetzt ist es schon fast 600, also... Naja, so muss das. Das genau muss flutschen, so muss also, ne? Ja, ja, ja. Ach so, ist das so, ja? Was Julia sagt. So muss das. Die. Ja, sehe ich ganz genauso. Naja. Ach, dann lasse ich die jetzt halt so schräg. Das sind jetzt halt schräge Wolken. Ja, dann geht der Wind halt ein bisschen steiler nach oben. Ja, genau, der kommt von Nordost. Naja, Thermodynamik, ne? Die heiße Luft. Jetzt am besten noch Blitz, der direkt in den Vulkan einschlägt. Ja, siehst du, genau, da die heiße Luft vom Vulkan, die drückt das nach oben. Und ganz genau. Ja, alles gut. Das ist absolut legitim. Das sind ja, du, dramatische Wolken. Steigt nach oben. So ist es. So sieht's aus. Also ich kann heiße Luft zum Stinken bringen. Das kann ich auch. Mit Methangras. Wo bin ich hier gelandet? Ich sag's dir. Im Irrenhaus. Moment, Moin. Da waren wir doch am Wochenende schon. Da war die hier ist die Zentrale. Ah, so. Ihr wartet im Irrenhaus, wo jetzt halt in den... Ja, geil. Da seifen die Dinge ein bisschen anders. Habe ich jetzt gelb? Nee, immer noch nicht. Was ist denn jetzt eigentlich der Plan hier bei euch? Ich habe noch nicht ganz geflickt. Ich habe nur immer zwischendrin mal reingeguckt, jetzt unterwegs. Ach, ich blick das mittlerweile auch nicht mehr strikt, aber... Wir haben den Chat jetzt gefragt nach, einfachen Begriffen und die dann hier standen, die haben wir jetzt quasi in ein Bild umgesetzt zusammen. Ah, okay. Und ja, das ist quasi eine gemeinsame Leinwand, die wir hier nutzen. Das ist recht lustig. Das ist das erste Mal. Also ich wollte das schon so lange mit euch machen. Und ich habe das heute Morgen getestet mit der Suse und das hat tatsächlich funktioniert, weil ich war mir nicht so sicher, ob das überhaupt klappt. Jetzt sehe ich da unten malt auch noch jemand. Ah, wir sind jetzt alle zusammen quasi an dieser Leinwand hier aktiv. Kari hat angefangen mit der Sandburg und dann haben wir so die Landschaft aufgebaut und ja. Oh, guck mal, die Schildkröte, die sagt hallo. Ist das süß. Oh. Du musst das. Mega. Geile Schnitte, oder was? Yeah. Socke. Geile Schnitte. Oh, Schnitte wäre auch schön gewesen. Oder Schnitzel. Schnitzel. Oh. Dann bekommt ja jeder Hunger. Oh. Oh. Jetzt kann man alles anders machen. Oh. Geil. Geiles Stück, du. Auch schön. Ich habe jetzt ein Leitetstück gelesen. Oh ja. Auch das. Mega. Geil. Ich sag ja, mein Hirn schläft. Das ist okay. Das ist ein Hirn? Das war herausgefordert. Das war jetzt eine Beleidigung. War eine Steilvorlage.
In so einer Runde gehört es zum guten Ton, glaube ich. So schaut's aus. Mhm. In unserer letzten Runde hatten wir auch sagen. Sprüche mit Hirn. Ich habe gehört, da gibt's ein fette Warte. Vielen lieben Dank für den Host. Wer war denn das jetzt? Leon Dofi. Vielen lieben Dank für deinen Host. Sorry, wenn ich deinen Namen ist. Das tut mir immer so leid, dann jemanden Dofi nennen zu müssen, aber... Ich fange mir halt manchmal so an, was benutzen Leute für welche komische Namen? Es ist... Guck dir die E-Mail-Adressen an. Es ist strange. Ja, die sind noch schlimmer. Ich muss mir hier gerade mal noch ein paar Sachen angucken parallel. Peter hat schon wieder Clips geschickt ohne Ende. Oh! Ich hab gehört, da gibt's ein fette Party. Vielen lieben Dank für den Host, Agent. Roxas, danke. Roxas hostet. Das ist gut. Wieso hat mir gerade so mit schlecht? Roxas muss ich mal wieder Splatoon ein bisschen spielen. Wenn ich mal die Gelegenheit ergibt. Was wäre das jetzt, Patrick? Weiß nicht. Oh Gott, ist die schön. Sie ist total süß, eigentlich, ne? Wieder ein paar Zwischenscreenshots, ne? Ja, genau, falls es abstürzt. Es ist immer wichtig, dass man zwischenspeichert. Oder vielleicht wird das einfach nur ein rosa Tentakel. Geil. Achso, da oben steht derjenige, der die Krakenarme auf dem Meer beschwört. Genau, er hat den Septopus beschwört. Patrick! Oh je. Was hat Peter gesagt? Ich muss mich nochmal kurz ausklinken. Peter will mit mir telefonieren, der hat noch was für mich. Oh! Ich bin gleich Grüße. Wieder da. Alles klar! Ich komme dann wieder in dieses Wartezimmer, oder wie? Ja. Grüße! Ja. Mach ich, alles klar, bis gleich. Jo. Bis gleich. Eigentlich fehlt hier oben noch so ein kleines Fenster, ne? Warum kann ich keine Farben picken? So. Ja, das mit dem Picken ist bei mir auch gerade komisch. Ja, das ist gerade bestimmt. Echt? Bei mir ist alles. Das ist echt strange gerade. Das buggt bei mir auch. Oi. Ich bin da mal so frei und bessere an ein paar Stellen nach. Was? Also, da wo die Übergänge zwischen Patrick und Schloss nicht so ganz gelungen sind. Im Zweifel tobt dich am Schiff aus, das ist absolut frei. Ich hab da bloß eine Skizze gemacht. Ich bin eher einer, der lieber ausmalt. Bist du ja am Schiff? So einer bist du also. Ja. Warte mal, das ist ein bisschen zu rötlich. Ich muss ein bisschen... Julia ist zu sehr in die Arbeit ver... Ja, was? Sagt der Chat schon wieder Dinge? Ja. Und sorry. Gut wäre, wenn Julia auf meine Frage antworten könnte, damit ich ins Bett gehen kann. Soll ich Tini und Arti was von dir ausrichten, wenn ich sie morgen treffe, da sie ja aufgrund technischer Probleme heute leider nicht dabei sein könnten? Ja, sehr viele Grüße und dick fett umarmen. Und schlaf gut. Und Knutscher. Eine ganze Menge feuchter Knutscher. Ein ganz dicker Feuchter, richtig. Durchs Ohr lecken. Oh ja. Oh mein Gott. Ne, ja, du weißt Bescheid. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß. Vor allem mit der Reaktion. Ja. Mach ein Video davon und lad's hoch. Ja! Hä, was ist mit dieser komischen Farbauswahl jetzt gerade los? Das ist ja zum Dahinbrechen. Bei mir funktioniert es super. Das spinnt gerade, du. Na, alle Töne, die bei mir gepickt werden, sind immer leicht anders. Das ist auch ein bisschen... Jetzt, ja. Vielleicht nochmal F5 drücken oder so, dass das hier? Jetzt hat's gerade doch wieder sich gefangen. Wenn Robert mit dabei ist, lasse ich das lieber. Ja, lass das lieber. Da wünsche ich dir viel Spaß. Jetzt muss ich mir auch noch Mühe geben bei dem Schiff. Ja, klar. Das musst du nicht.
Ja, ich meine nur, bei den anderen Sachen, wo ich mir ausgemalt hatte, da hatte ich den Vorteil, dass ich einfach eine Ebene tiefer gehen konnte und dann wurden halt die Stellen, wo ich übergemalt habe, nicht mehr sichtbar. Okay, Rockstar, da auch noch Tür. Gute Nacht, Rockstar. So, aber jetzt muss ich ins Bett. Oh Gott, um 8 Uhr. Das Problem ist bei den Outlines, die sind glaube ich mit Okay. Jetzt kommt Kreislauf. Ich krieg dieses Programm kein richtiges Schwarz hin, kann das sein? Echt? Wo? Oh. Es kann auch sein, dass ich irgendwas verstellt habe. Oh. Was ist unterstellt? Ja, Sichtbarkeit wäre eine feine Sache. Ich habe die ganze Zeit auch fast komplett durch die Ebene gearbeitet. Oh. Das ist jetzt sein. Ja, ich bin ein kluges Kind. Scheiße. Ja gut. Das ist ja jetzt blöd. Naja, muss die Schildkröte so weiter vegetieren. Aber die ist voll süß. Die ist mega. Was, die will vor sich hin vegetieren? Ja. Skandalös. Wie kann sie so? Skandalös! Ja, das ist mein Wort. Das wird aber irgendwie auch so mein Markenzeichen, weil ich bringe das irgendwie jeden Tag so ziemlich sehr oft. Wenn mir irgendwas suspekt vorkommt, skandalös. Alter, ich kann keine Kreise mehr malen. Wir brauchen schon Kreise. Was mache ich denn hier? Ich muss gerade überlegen, Lexi Spinne ist hier nicht im Chat, ne? Wer ist im Chat? Lexi Spinne, die verteilt immer Kreise. Nee. Oh. Genug trinken, Kinder! Gute Nacht, achso, denn du, ich dachte, du bist auch Olli. Du bist Platschig, oder? Ich wissen die Babys nur noch die Mutter. Was? Oh, praktisch, Mutterkatze frisst die Kacke der Katzenbabys, wenn ich das vorher gewusst hätte. Lecker. Das will doch niemand wissen. Okay, jetzt bin ich verstört. Ja. So leicht dezent, ja, doch. Aber Julia, ja? Drückst du dich eigentlich gerade im Hintergrund? Ja, das ist nö, nö, nein, 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 nein. Ich bin so beschäftigt gerade hier. Julia, hab ich dich gerade ertappt? Nein, 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 nein. Ich wollte nur eine kleine Pause einlegen. Sie musste sich auf den Chat konzentrieren. Ja, genau, richtig. Oh Mann. Patrick, ja, seine Kinnlade hängt wieder am Boden. Nein! Ich muss schon sagen, diese Farbpickerei ist sehr anti-intuitiv. Hier gibt es nicht irgendwie die Möglichkeit einzustellen, dass ein Mausklick dazu da ist, um den Ausschnitt zu verschieben, oder? Keine Ahnung. Ich bin damit überfragt. Ich hab keine Ahnung. Und zwar für Leertaste gedrückt halten, das hilft auch ganz gut. Aber es ist interessant, euch zuzusehen, was ihr da zeichnet. Ich kann sowas ja nicht. Ich bin dafür besser, was Schreiben angeht. Ich muss mich gerade arg zusammenreißen, dass ich hier nicht alles zumülle mit Linien. Quatsch, mit Linien, mit Ebenen. Ich fällt gerade wieder zum Ebenen-Junkie. Ach ja, stimmt, man kann ja Ebenen erstellen. Das hat doch gar nicht. Ja. Oh mein Gott. Stimmt, da war ja was. Ich liebe Ebenen. Wenn du die Ebenen brauchst, dann brauchst du sie. Ach, wisst ihr was? Wichtig ist ja nur, dass es danach gut aussieht.
Zweifel halt erkennen kann, dass es darstellen soll. Speicherort von Korn. Aber Kari? Anti-Intuitiv. Ha? Du wolltest die Outlines vom Schiff machen. Ja, aber bei mir wackelt das und ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich das verkriege. Weil, warte, ich zeig dir mal einen Strich. Oh, ja. Das ist halt wirklich richtig, richtig toll. Das ist ja komisch. Und ich weiß nicht, wie ich es wegkriege. Also wenn ich so ganz schnell, dann geht's. Aber dann muss ich schon richtig schnell. Ja, schon, das puckelt sehr stark. Krass. Ja. Also ich kann es gleich mal probieren. Auf einer neuen Layer und dann... Ja. Schade. Ich genieße diese Ruhe gerade. Ist angenehm. Genieße sie, solange du noch kannst. Was soll das heißen? Ja, das war eine Drohung. Das kann alles heißen. Niemand bedroht den Drachen. Ja, schon. Nö. Jetzt stell dir mal einen kleinen quiekenden Otter vor. Ich vorne mit dich. Das Kopfkino ist geil. Ich weiß nicht, was du hast. Ich weiß auch nicht, was gerade bei dir ist. Opacity, runter, Density, runter. Vielleicht ist es bei Kari sehr kalt. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, Kari hat es kuschelig warm. Na, Kari ist jetzt nicht auf Frostkötten. Ziemlich ist ja so gar kein Ausdruck. Das stimmt. Nicht? Totaler Frostköttel. Ja, ich glaube, Eiszapfen hängen noch nicht bei ihr von der Decke. Ja, von ihren Zehen. Boah, wie schnell ging das jetzt da unten? Krass. Ganz voll erschreckt. Entschuldigung. Was passiert da? Man muss sich erstmal dran gewöhnen, dass was auf dem Monitor geschieht, was man nicht selbst unter Kontrolle hat. Das ist ja, crazy. Das ist schräg, oder? Ja, das so, ist was richtig schräg. Ne? Aber irgendwie auch cool. La 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 la. Eine ganz völlig neue Erfahrung. So, oh, was passiert da? Ja, wirklich, weil sonst, ja, es ist überhaupt nicht so der Fall. Das ist ähnlich, wie wenn jemand per Teamviewer auf deinem Rechner unterwegs ist und irgendwas repariert. Und du ja, hast fast stimmt, eine Zukunft, ja. Wie die Maus tanzt. Ja. Das ist auch crazy. Crazy wird es auch, wenn sich das Zeug auf einmal selbstständig macht. So, was macht das gerade, bitte? Mhm. So, es macht nicht das, was du sagst. Oder willst. Nee, das Spiel, so, es hat ein Eigenleben. Oh, Mori, was genau ist das? Das ist ein Gemeinschaftsbild quasi. Jeder malt jetzt quasi Elemente hier. Ach, jetzt ist Mori wieder zurück. Eisdrache, Hallöchen. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Ich dachte, ich muss da dauernd vier Katzen säubern, wenn ich die Katzenfamilie vom Nachbarn in Obhut habe. Oh, aber erledigt sich ja bestens von alleine. Just,
Ja, nicht in den Chat. Verschollt er nicht in den Chat? Ja, ich bin gerade so unglaublich vertieft hier. Es tut mir so leid. Ja, Julia konzentriert sich. Ja, das ist wahr. Ich bin gerade arg am Konzentrieren. Ich muss jetzt aber auch mal eine neue Ebene machen. Meine Schwester hat früher immer gesagt, konservieren. Was konservieren? Konservieren. Seid still, ich muss mich konservieren. Okay. Das ist besser als transpirieren. Mhm. Aber man kommt schon nicht. Seid still, ich muss mich konservieren. Ich muss mich transpirieren. Julia, Mori fragt dich, wie du ihr neues Emote findest. Oh, wie süß! Oh, der ist super. Der ist ja von diesem Derp-Emote, ne? Ich kenne noch die Originalzeichnung, die du gemacht hast, aber der sieht super aus. Der funktioniert super als Emote. Richtig cool. So ein Schuss. Oh Mann, der ist richtig, richtig nice geworden, Mori. Geil. Erkennt man noch sofort, dass es die Adaption davon ist. Ja, an sich, sie hat eigentlich das Original genommen und hat die Octoling umgebaut. Aber richtig, richtig cool. Meinst du, Mucki? Boah. Hintergrund in meinem wird mir echt schlecht. Wirklich, mir ist richtig übel gerade. Ich hab keine Ahnung, warum. Dieses Lachen. Fühlt ihr mit mir oder ist das jetzt einfach nur pure Geldsicherheit? Nein, wir mögen dich. Perfektes 50-50. Es ist gerade schwer einzuschätzen in meinem vernebelten Zustand. Vernebelt? Ja, oh Gott, ey. Warum teilst du nicht mit uns? Julia, sind da raus. Kann ich mal Yu anrufen, bitte? Was? Ich brauche Tipps von Yu. Ach, für die Hintergründe. Oh ja, bitte. Oh, ich komme hier gerade auf die Werte recht. Die Farben sehen immer kackiger aus. Julia, was nimmst du bitte gerade? Aber stell dir mal vor, Yu könnte mit uns zeichnen. Das wäre wundervoll. Oh mein Gott. Aber trotzdem würdet ihr die Hintergründe zeichnen, weil ihr es üben wollt. Nein. Oh, warte, ich will keine Hintergründe mehr zeichnen. Sieht aus wie ein Urinberg. Ich finde den Vulkan aber ziemlich authentisch. Das sieht total. Ich weiß, ich komme damit nicht. Gerade irgendwie. Ich laufe damit nicht konfirm. Nein. Was reinzubringen. Das ist noch Struktur. Juhu. Was meinst du? Kannst du mir mal bitte helfen? Digga. Was? Connection Issues? Vergiss es, Baby. Was war das gerade? Ich glaube, ich habe gerade geschafft, dass es. Ich hab gerade einen Schockmoment gehabt. So in so eine Richtung. Ich mach gerade mal ein Beispiel. Oh, danke schön. Helf mir mal bitte, weil ich bin hier am Sterben mit dem Ding. Der Vulkan sieht aus wie von der Augsburger Puppenküste. Oh! Das ist okay. Das ist okay, damit kann ich leben. Also einfach tatsächlich. Was ist denn das für ein Wort? Vor allem mit Explosionen ab. Gehässigkeit? Das leitet sich ab von gehässig. Kann irgendwer meine Burg nachher aufhübschen? Also ich glaube, so krass würde ich an dem Berg hinten gar nichts machen, sondern einfach bloß diese ja, recht unruhigen Kerben reinbringen. Aber, ja. Das kannst du. Ah, Patrick hat Willst du es wieder weg? Ja, korrekt. Nein! Das kannst du nicht tun! Oh, das ist so strange, wirklich. Das ist eine völlig krasse Erfahrung hier. Aber ich werde deine Tipps jetzt zu Herzen nehmen. Weiß gerade nicht, was Krake ist und was Schiff. Ausgezeichnet, so muss das sein. Was? Was ist mit dem Grünton für die Krake? Was anderes? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und wenn schon, das passiert halt. Oder im Zustand geistiger Umnachtung. War nur ein Vorschlag. Was mitunter mein Dauerzustand ist, aber. Ich hab mal erstmal grün belassen, mal schauen, wie es aussieht. Eben.
Wenn es nicht passt, kann man es immer noch um. Ich hab so viel Spaß am Hintergrund zeigen. Aber das sieht aus wie ein Septopus. Was geht denn jetzt ab? Bitte etwas verwehrt. Du hast doch sonst auch eher vormittags oder so gestreamt. Lieber Eisdrach-App, ich feiere heute den Ausnahmezustand. 500 Follower-Party, das heißt, da geht's immer recht lange zur Sache. Oh, das klingt so fein. Ich demonstriere das mal kurz im Chat. Oh, du hast recht. Ja, wir haben mit Scribble.io ganz brav angefangen und jetzt sind wir gerade... Am Weltuntergang zeichnen. Am Weltuntergang zeichnen, ganz genau. Möchtest du bitte anmerken, du hast eigentlich die falschen Party-Emotes genommen. Genau, Muri. Viel besser. Oh. Heute ist Follower-Party, ganz genau. Also ich feiere ab und zu mal in unregelmäßigen Abständen Follower-Partys. Und heute ist es wieder soweit. Ich glaube, der Braunton gefällt mir noch nicht. Ja. Julia, oh Mann, ich suche mir jetzt gleich Bilder von Vulkanen. Gar nicht. Darfst. So nicht, dass du in 2 Wochen ankommst und kannst sagen, auf 1000. Okay, gut. Verdient wär's. Ja, genau. Ja. Ich bin ganz deiner Meinung. Nicht gegen Teenie-Mode. Oh, jetzt habe ich eine coole Idee. Da bin ich ganz deiner Meinung. Ja, lass das Rini auch böse sein. Warum verschwindet da eben, wenn ich das verfügte? Ich habe mich gerade gewundert, wo zum Fick drücke ich denn gerade drauf, dass da Ebene ich habe gerade meine Ebene gesucht. Das ist, da mache ich immer auf das Auge. Das ist so eine Angewohnheit. Ja, kenne ich. Nur, dass wir keine Teenie-Live-Ebene haben. Wie machst Auge, Julia? Das geht aber gar nicht. Hat sie einfach Auge gemacht. Skandal! Im Schwerbezirk. Oh ja, lang ist Skandal um Rosi. Was? Braucht Patrick nicht noch eine Hose oder ist das ein FKK-Strand? FKK-Strand, eindeutig. Der kriegt keine Hose. Keine Hose? Der ist hosenlos. Problem. Keine Hosen. Keine Hose, kein Problem, ist mein Lebensmotto. Der braucht schon Hosen. Man kann sogar einstellen, wie weich das ist. Mori, und da Feier. Unten ist der Stabilisierer. Ich muss den einfach höher stellen, oder? Voll gut, das ist ja easy. Oh, warum sagst du denn nichts, Julia? Aber das habe ich doch vorhin, dass es den Stabilisierer gibt, gesagt. Das ist wahrscheinlich irgendwann untergegangen. Wirklich, ganz am Anfang. Glaubt ihr das? Ich kenn das ja. Stabilisierer wäre Skandal um Rosi. Aber funktioniert das denn jetzt bei dir, Kari, mit dem Stabilisierer? Oh mein Gott, da gibt es sogar zum Striche gerade ziehen das Ding. Oh Gott, ist das geil. Echt? Wo ist das denn? Ja, das ist das Weight. Wenn du das größer einstellst, dann ist das wie bei Photoshop diese Glättung. Ach, genau. Ja, oder bei CSP, da gibt es das ja auch. Ja, oh, mega. Cool. Sehr, sehr praktisch, ne? Warum braucht denn hier überhaupt noch jemand Photoshop und sowas? Also bitte. Ja, ne? Das hat alles, was man braucht. Boah, das ist ja viel geiler als wie bei GIMP. Hier kann man 2x2 Pixel große Sachen malen. Also bitte, wer malt denn mit GIMP? Was will man mit 2x2 Pixeln? Ja, das Problem ist, manchmal brauche ich eine gerade Anzahl der Pixel, aber GIMP macht nur ungerade Zahlen. Und ich nutze GIMP, weil ich Photoshop. Der Vulkan sieht super. Mit wie vielen Zeichnungen? Wie viele sind jetzt eigentlich an dem Bild beteiligt? Also Steffi, Kari? Das ist doch noch jemand. Sven ist gerade noch nicht da. Mainzboom ist noch mit drin. Mainzboom, da sind wir 1, 2, 3, 4 Personen, ne? Da oben steht's doch, guck mal. Die 4 Icons. Jupp, 4. Ach ja, stimmt, klar. Oh. Es ist schon spät, Julia. Dop, 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 Meinsprung, wie heißt du eigentlich? Leon. Okay.
Ich war auch vorhin der Leon Groovy. Ich erinnere mich. Groovy! Skandalös. Macht hier nichts draus, das kommt bei mir öfter. An den Balken wird nichts geschraubt. Passen schon so. Das muss perfekt werden. Was? Schrauben ohne ein Schlosser? Was? Wollte ich jetzt einfach dazu? Ja, kannst dich ja gerne. Du kannst gerne in das Bild gehen und versuchen mal da ein bisschen was zu machen. Zur Hölle. Jetzt ist er vorbei. Jetzt ist er kaputt. Upsi. Da oben kann man das Bild drehen. Na, auf den Pfeiltasten, die aussehen wie zurück und vor. Ach, damit kannst du einfach das Bild drehen. Ja, das habe ich vorhin auch schon gemacht. Das ist cool, ne? Ey, Julia, Mann, die behält die ganzen Geheimtipps hier für sich alleine. Ich verstehe schon. Aber ich glaube, ich habe das auch laut erwähnt, da ich gesagt habe, oh, jetzt habe ich es aus ein bisschen gedreht, aber ich kriege das selber schon gar nicht mehr mit. Das ist. Ich hab's auf jeden Fall. Oh, verdammt, ich wollte es auf eine neue Layer machen eigentlich, ne? Egal. Was ist denn das? Ein Orange? Hm. Ah, die schönen Palmen, die werden in der Papier. Was sagen, Steffi? Was soll das hier mit den Outliers? Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben. Bim! Oh, du bist gerippt. Ah, warum ist jetzt gerippt? Oh nee, Hallöchen. Jetzt dreh doch endlich mal die Wolken richtig rum. Die Wolken kann ich nicht drehen. Das macht mich auch ein bisschen wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie das geht. Das habe ich noch nicht rausgefunden. So generell, man kann zwar bestimmte Teile einer Ebene markieren, aber ich habe keine Ahnung, wie man die dreht. Das ist... Schon mal markiert und SLGT gedrückt? Nein, das wäre zu einfach. Aber da unten... Warte mal, ich probiere gleich mal was. Rotate View Tool? Müsste das nicht richtig sein? Bei Rotate kannst du das ganze Bild, glaube ich, drehen. Ach, kannst du oben und durch die linken Sachen? Oder vielleicht, wenn du was markiert hast. Warte mal, ich probier's nochmal. Weil die Wolken, ich möchte die gern anders haben, aber ich weiß nicht mehr, wie ich die drehen kann. Okay, ich habe die jetzt markiert. Und dann, ja. Ich glaube, das ist zu viel für das Ding hier. Ja, ja. No risk, no fun. Upsi. Nee, was das funktioniert upsie? Nicht. Alles gut. Ich hab's ganz gelassen. Edith. Vielleicht weiß Edith da mehr drüber. Edith, wie sieht's aus? Nee, Edith weiß auch nicht. Huch, ist ja 2 Uhr morgens. Huh. Was? Oh. Und ich wundere mich, warum mein Mann nicht mehr neben mir sitzt. Er hat die ganze Zeit wahrscheinlich gute Nacht, gute Nacht. Ich geh da mal schlafen und du so gar nicht reagierst. So. Ja. Oh je. Nebenbei einfach. Null Jetzt hast du aber gerade selbst ein Eigentor geschossen. Oh je. Man kann dieses verfluchte Ding nicht drehen! Das ist doch. Kann doch nicht so schwer sein. Man kann das nur bewegen. Ich glaube, das wird nichts. Ich kann die Wolken nicht mehr drehen. Macht schon nichts. Das, ja, ist okay, so. Das macht es doch auch auf eine gewisse Art und Weise dramatisch. Ja. Wir stehen auf das dramatisch. Ist der Patrick feiert, während die Welt untergeht. Ja, Weltuntergangsparty. Und die Schildkröte, die Schildkröte braucht noch den Partyhut. Für die Weltuntergangsparty. Das stimmt. Patrick hat auch. So, ich wollte den Vulkan noch weitermachen. Oh, Hintergründe sind der letzte Scheiß.
Das ist soweit korrekt, aber muss sie halt irgendwann können. Naja, man muss sie irgendwann mal machen. So. Ich möchte einfach bei meinen grauen Hintergründen bleiben. Vielleicht soll nur noch ein Verlauf, aber das reicht auch schon. Aber nein, du hast natürlich recht. Man muss es angehen. Immer recht. Da kann ich jetzt auch nicht widersprechen. Aber ich hab dich trotzdem lieb. Auch wenn du nicht immer recht hast. Man muss doch nicht immer recht haben. Wohl. Das, Trotzdem wäre es jetzt schön, wenn Ju da wäre. Aber ich glaube, der schläft schon. Schon geguckt? Ist nicht mehr online? Wir können ja mal gucken. Vorhin war er noch online. Ich glaube, der hat heute gestreamt. Und der kann so gut so Gesteine und Pflanzen und ach mein Gott, ey, der kann das so gut. Mori, das wird schon noch aufgefüllt. You streamt immer noch. Nein, hör auf. Echt? Nee, ohne Scheiß jetzt, ja. Weißt du, wie lange der schon am Stream? Da können wir immer im Chat schreiben. Ich kann das gucken. Ich geh mal uptime. Ja, mach mal. Oh Gott, krass. Das ist so wahnsinnig. Ach, erst 2 Stunden 40 Minuten? Hä? Das stimmt aber nicht. Ich glaube, der hat neu gestartet. Der hat eine Pause gemacht oder so. Der hat nämlich, bevor ich gestreamt habe, hat der schon Stunden auch schon gestreamt. Also könnte man annehmen, der streamt halt über 12 Stunden. Aber Ju ist am Wochenende auch krass. Der kann da auch ewig. Ja. Ach, schon wieder die falsche. Ja, mir wäre das jetzt so anstrengend. So lang zu streamen oder so lang wach zu bleiben? Ja, so lang zu streamen. Kaputt, wenn er meinen Vulkan sieht. Das fällt manchmal gar nicht. Man, guck mal, wie lange wir jetzt zusammen schon wieder alles streamen. Die Schildkröte bekommt jetzt ihren Weltuntergangsparty-Hut. Ja, ich merke das recht. Mich stört, dass das Meer noch so leer und unausgemalt ist. Ja, das liegt daran, weil man kann ja nicht an mehreren Stellen gleichzeitig sein. Entschuldigung. Selbst zu viert nicht. Aber wir arbeiten an diesem Problem. Unsere Mitarbeiter sind rund um die Uhr damit. Wir brauchen halt einfach noch ein You. Wir brauchen You. Ja, das wäre wirklich was, ey. Wenn wir den jetzt hier hätten. Ich würde das feiern. Oh Gott. Oh, hab ich mich jetzt erschreckt? Die blauen Fläche da oben. Entschuldigung! Kein Problem. Es ist noch total ungewohnt, dass dann plötzlich hier irgendwas passiert. Bin ich auf ja, ne? Mein Tablet lebt! Ey, das wäre doch geil, oder wenn das wirklich so wäre. Du arbeitest gerade an was und sagst dem Tablet, so bitte mal für mich diese Fläche da unten aus. Warum dass das eine Zeitersparnis ist. Ich bin noch auf der untersten Ebene. Das längste, was ich mal gestreamt habe, waren über 8 Stunden. Aber danach war ich komplett platt. Da ist nichts mehr gegangen. Im Normalfall halte ich eigentlich so bei 2,5. Bitte füll das Meer aus. Guck mal, jetzt wird für dich, liebe Muri, das Meer ausgefüllt. Kann man eigentlich Verläufe erstellen? Nee, das geht auch nicht, ne? Nein, leider nicht. Das wäre ein bisschen zu viel verlangt für das. Hier weg. Ja, dafür kann das trotzdem schon ganz schön viel. Das ist echt krass. Ja, wenn man bedenkt, dass das kostenlos ist. Ja! Aber das ist so einfach essentiell. Das Drehen fehlt noch. Eine Browser-Applikation. Du kannst das drehen! Achso, das Drehen der Dinge alleine. Ja, ja. Okay. Ja, was ich bei den Wolken versucht habe. Ich möchte meine Wolken so gerne drehen. Aber irgendwie ist das noch ein Mysterium. Oh Gott. Nein, sicher nicht sind. Wenn du es genau nimmst. Was nehme ich genau? Ich sag's so, wenn du es genau nimmst, sind eigentlich die Wolken trotzdem nicht falsch platziert. Ja, sie sind halt ein bisschen dramatischer, ne? Ja. Und das passt ja. Der Vulkan wackelt halt von der. Und es sieht halt so aus, als würden sie von hinten nach vorne quasi in Richtung Vulkan wirklich ziehen. Muri freut sich. Den sollte man halt auch nicht unterschätzen. Vorschläge für die Saugnäpfe. Für die was? Saugnäpfe vom Tintenfisch. Füllt das Meer aus, Muri ist glücklich. Och, mach was dir gefällt. Jo. Hm.
Also wenn ich mir gerade mal wieder einen Tentakel an. Mach doch dir die Welt, wie sie dir gefällt. Ja. Ich glaube, ich habe zu viel Day of the Tentakel gespielt, wenn man sich mal den einen Tentakel anguckt. Das kann man nicht oft genug spielen. Ich bin die Referenz gerade schon gefreut. Jetzt muss ich aber auch mal lurken bei dem lieben Ju. Jetzt bin ich echt neugierig. Was der da veranstaltet. Der malt dann sein wunderschönes Bild weiter. Ach, bitte? Sein Baumhausbild? Ja. Oh, der müsste jetzt aber auch bald fertig sein, glaube ich, damit. Oh. Kissen reinzukriegen. Oh, schön. Nein, das kann noch dauern. Oh ja, okay, er ist jetzt gerade bei den ganzen anderen. Aber er will schon seit einer ganzen Weile wohl wieder offline sein. Also alles wie immer. Oh, Nightlife Painter ist ja auch online. Oh, der ist cool. Der liebe Thorsten, cool. Ich mag den voll gerne. Was? Was? Steffi, guck mal unbedingt bei ihm vorbei. Der ist unglaublich genial. Und so niedlich. Wir haben ihn nach der letzten Follower-Party geradet. Das war so geil mit 30, 40 Mann. Der war so geschockt. Und er wollte eigentlich aufhören. Und dann hat er seinen Wein mit uns getrunken und gequatscht. Ja. Schön. War super. Herrlich. Echt geil. Der freut sich dann auch mal so schön. Du, hör mal, hör mal. Der ist so cool. So ein bisschen berlinerisch, obwohl der eigentlich, was war es, Duisburg? Ich weiß gar nicht, ich glaube, ja. Hast du Bock, da mal einen Link zuzuschicken? Oder den Namen? Ja. Nightlife. Warte. Ich mach das. Geilo. Denn sein Name ist übrigens Programm. Warum ist das kein Link? Ach, das hatte die PS davor für Twitch. Für Discord. Ja. Ich glaube, Discord hat bei solchen Sachen so einen kleinen Fetisch, genauso wie Teamspeak. Bei Teamspeak hatte ich noch keine. Aber dem sein Name ist tatsächlich Programm. Patrick ist auch immer noch online und streamt. Ich meinte zu ihm, ja, wenn wir nicht so lang machen, dann komme ich nach dem Stream noch mal bei. Also er läuft die ganze Zeit, aber ich habe ihn halt. Upsi. Oh, was malt der denn jetzt schon wieder Geiles? Cool, ne? Der macht gerade eine Serie von so einem YouTube-Musikvideo, glaube ich. Oh, das ist cool. Da malt er dann die einzelnen, diese Mädels da in den bestimmten Posen. Also, wann war das? Vorgestern oder so? Da habe ich ganz lange bei ihm zugeguckt und da hat er das so ein bisschen erklärt. Dass er, oder diese Mädels mit den Hintergründen und er hat ja so schöne, was war denn das? Waren das Lilien? Das waren irgendwelche Kirschblüten, genau, die Kirschblüten. Oh meine Güte. Und die sollten nur das Hintergrundbild sein. Und er meinte, oh, das sieht doch jetzt sieht doch aus wie Geschenkpapier. Und wir so, was? Das sah so mega geil aus. Und das war nur der Hintergrund. Boah. Ich hätte sie mir so schon hinhängen können. Der hat ein unglaublich geiles Farbgefühl. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist irre. Das, was er gerade malt, das mag ich echt total. Also das lohnt sich wirklich. Und er hat eine unglaublich beruhigende Stimme. Da kann man echt gut zuhören. Und er ist voll nett und süß. Ja. Und er zeigt und erklärt total gerne. Und ja. Ist so spannend. Dann habe ich mir jetzt auch mal gefollowt. Juhu. Da würde ich jetzt sagen, du hör mal, Mensch, Otterloon. Kannst du das machen? Das macht das so mal. Da schläft irgendwer ein. Das schläft für ein Gerücht. Du über 80 Viewer hat und die Uhrzeit. Krass, ne? Also, das sind scheinbar Leute nicht müde.
Doch, aber dem kann man halt super gut zugucken. Also er meint auch, so die Hälfte der Leute raidet nicht mehr mit, wenn er dann aufhört, weil die meisten eingeschlafen sind dabei. Aber oh Muri, das stimmt nicht ganz. Ich musste heute zweimal den Stream neu starten, weil das erste Mal hatte ich so krasse Frame-Einbrüche, da musste ich einfach neu starten. Dann lief es auch, glaube ich, ein bisschen stabiler. Ja, da war's, das war am Anfang voll lenken. Ja, und das zweite Mal musste ich neu starten, weil... ich was installiert habe und da spinnt Windows 10 und der Tablet-Treiber immer so ein bisschen und dann ist bei OBS der Bildschirm schwarz gewesen. Seit um 8 und davor auch nochmal 4 Stunden. Ich habe ja von um 11 bis um 4, 16.15 Uhr habe ich den Anna und Tommy Stream ja durchgeführt und ja. Kann man mal machen. Die Sachen an meinem Tab funktionieren. Julia, aber dein berühmtes Blackscreen-Problem, ne? Ja, das ist richtig ekelhaft. Da habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Sobald ich irgendwas installiere, wo du gefragt wirst von Windows, ob du irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so eine Sicherheitsabfrage ist, das, wo du OK drücken musst. Ja, und sobald ich das gedrückt habe, bam. Ja, das ist echt blöd. Naja, aber sei froh, dass es wenigstens das System macht. Ja. Aber es ist halt scheiße, dass es irgendwie dann immer dein Bild rausschmeißt und du kannst es... Ja, ich würde, du bist dann gezwungen, den ganzen Stream nochmal neu zu starten. Das ist auch ein bisschen scheiße. Das ist immer alles so zerfleddert dann. Hattest du mal eine Pause? Ja, ich hatte eine Pause von 3 Stunden, glaube ich. Ja. Knapp 4 Stunden hattest du. Aber kam mir nicht vor, wie 4 Stunden. Bevor das Cookie-Monster aus der Tonne auftauchte mit seinem Bart... Ja. Wie kommt es eigentlich, dass du ständig einen Bart trägst in Follower-Partys? Bart ist einfach geil. Ich wollte schon immer einen Bart haben. Hallo, wer möchte bitte keinen Bart? Dann habe ich mir einfach einen wachsen lassen und Das ist die Geschichte, kennt ihr ja. Das findet ihr davon, wie lange... Cookie Monster wieder in der Tonne verwildert ist. Aber ich finde meinen Keks nicht mehr. Ich hatte noch so einen Stoffkeks, einen richtig großen geilen. Und den finde ich nicht mehr. Muss ich wieder in den Schuh. Einen richtig großen geilen. Das klingt so falsch. Ein bisschen, ja. Tut mir leid, das war mein Einsatz. Julia, aber ist eigentlich ein Cookie Monster geht überhaupt nicht. Ja. Das ist ja kein Cookie Monster. Ich muss den unbedingt mal suchen gehen. Ja, sie futtert aber alle, bevor sie das vertraut. Das muss doch komisch für jemand sein, der hier gerade so zuschaltet und sieht, wie an mehreren Stellen ihr sich was bewegt. Der muss doch erstmal so, hä? Mann, bin ich breit. Oh mein Gott. So viel habe ich doch gar nicht genommen. Ja, genau. Oh Gott. Ich glaube, die Tabelle war schlecht. Moment, das klippe ich jetzt mal. Oh, schön. Verstehe ich nicht. Ach, das ist so cool, ey. Das macht richtig Spaß. Das ist so cool, das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, Sven ist eingeschlafen am Telefon. Nee, Peter schrieb mich gerade an. Also, vor ein bisschen Quatsch so. Was um neue Soundcommands und so. Ich bin mal ganz kurz weg. Ja. Bis gleich. So. Julian, damit herzlichen Glückwunsch zum nächsten Clip. Mann, bin ich... Dankeschön. Das war gut, ja. Du hast so geil ausgesprochen. Ja, vielen lieben Dank fürs Klippen. Und gute Stellen klippe ich. Immer. Und bist du? Boah, ich werde immer gefragt, ob ich drauf bin, weil ich mega die weiten Pupillen habe. Oh, das ist natürlich schlecht. Wir brauchen... Oh, das Krümelmonster, ja! Da entsteht das Krümelmonster!
Wir brauchen doch irgendwas, was aus dem Fenster rausguckt. Was könnte man da nehmen? Welche? Oh, nee, Oscar, da haben wir noch jemanden aus der Sesamstraße. Warte mal, irgendeine Figur aus einer anderen Serie. Ich überlege mal kurz. Nein. Ja, ich weiß. Also, ich wurde schon des Öfteren für Klassenkameraden gefragt, ob ich kiffen würde, weil aus irgendeinem Grund werden meine Augen manchmal rot. Ah, ja. Hab mal Heuschnupfen, da wirst du es ein halbes Jahr lang gefragt. Oh, scheiße, ja. Die Alternativfrage ist, ob man verhauen wollen wäre. Super, tolle Schulzeit. Naja. Ich muss mal überlegen, was könnten wir... Ist eigentlich irgendjemand gut da drin, Rundungen zu pixeln? Nee. Rundungen zu pixeln? Ja, eine Rundung in Pixeln verschlüsseln. Wenn ich das richtig verstehe. Genau. Denn irgendwie. Oh, PS4 in der Haus! Moin, moin! Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. In der Haus, ja. Aber eventuell könnte es auch daran liegen, dass ich halt nicht mit Pinsel arbeite. Muss mal überlegen. Ah, ja. Julia, vielleicht gebe ich dir irgendwann noch einen Spezialauf. Oh. Spezialauftrag. Ja, aber ich sag nur eins. Sollte ich dir das geben, kannst du davon ausgehen, das dauert sehr lange. Oh je. Bis das fertig ist. Weil das sehr viel Liebe zum Detail benötigt. Okay. Aber es würde richtig gut aussehen. So viel kann ich sagen. Ich kann das zwar jetzt nicht direkt beschreiben, wie es aussieht, weil ich musste das erstmal in dem Moment sehen, in dem Moment, wo es jemand zeichnet. Weil ich das einfach nur gedanklich vor mir habe, aber ich könnte mir das sagen wir so auch selber aufs Papier bringen. Das okay. Ich könnte es immer nur so ansatzweise beschreiben, was wo sein soll, wie es ungefähr aussieht. Im Endeffekt würde man es erst wirklich in einem Bild, der wo das zeichnen kann, sehen. Ja. Dann wirklich auch schon so. Ah, vielleicht gebe ich das einen Auftrag. Guck, was du malst. Ja, wir malen heute zu viert. Ich bin heute nicht alleine. Die liebe Otterlun, die liebe Rea Mela und der liebe Mainzboom zeichnen hier. Ja. Ich ja, und ich bin halt noch so mit anwesend. Elmo, ja, das geht bestimmt. Oh, das Krümelmonster hat die Burg gestürmt. Irgendwo in einem der Fenster sitzt irgendwo ein Keks. Sitzt ein Keks, weil genau. Andererseits, es ist halt eine Sandburg, ne? Entweder man klebt außen Muscheln dran, um Verzierungen dran zu haben, oder im Keks. Oder man tut gucken. Ja, die sind alle in einem Bild. Die meinen alle in einem Bild gerade, ja. Zu viert mit einer riesengroßen Leinwand. An verschiedenen Stellen. Es war nicht unbedingt immer leicht rauszufinden, wo gerade was gemalt wird, wenn man es nicht direkt hinschaut. Oh, wir hätten jetzt sagen müssen, nö. Wie, da bewegt sich an mehreren Stellen im Bild was. Nee, guck mal genau hin. Das geht doch gar nicht. Die Judy ist so schnell. So, du musst optische Täuschung machen. Ja, ganz genau. So, hast du schon... Bist du betrunken? So, was hast du denn genommen? Alles haben. Also, solange es keine optische Enttäuschung ist.
Enttäuschung. Was Julia zeichnet, ist eigentlich immer so. Zeland, hey! Da ist ja noch ein Online. Oh ja. Das geht auch, ist ja witzig. Ja, ja, das geht. Heute ist quasi die Jungfernfahrt. Ich habe es vorher auch noch nie getestet und heute Morgen habe ich es mal ganz kurz mit der Suse getestet. Und ja, das funktioniert tatsächlich. Also ich bin auch mehr als angetan, muss ich sagen, von dieser Möglichkeit. Ist schon cool. Ja, was wird denn das jetzt gerade da unten rechts? Lass dich überraschen. Oh, wie heißen die Viecher denn? Ist das nee, Niffler sind die nicht. Werden sie. Ah, das ist da. Ah, ich komme nicht drauf, wie es heißt, aber ich spoilere jetzt mal nicht. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube auch, dass du es weißt. Ich hab gehört, da gibt's ein fette, fette, fette Party. Oh, Dr. Dark Nachtara, vielen lieben Dank für deinen Host. Das ist ein Multiplayer-Bild, richtig. Zum vierten Mal jetzt. Also sowas von Multiplayer. Multi-Zeichner-Stream. Hä? Was? Multiplayer? Multiplayer? Ja. Wo ist Mutti? Ja, du Muriel, das kann aber passieren. Es sind halt einfach noch mehr Leute. Das passiert halt einfach. Cool. Das ist halt nicht die einzige, der schreibt. Oh, sorry, Muri. Wie viel nimmst du für ein größeres Bild? Boah, das kommt ganz darauf an, liebe Muriel. Einmal kommt es auf den Detailgrad an. Ja, als ob ein Hintergrund zum Beispiel dabei ist oder groß, was heißt groß? A4 oder vom Motiv her, also man kann das nicht einfach so sagen, ja, ein großes Bild, 50 Euro, da sind halt so viele Faktoren, die da reinkommen, weil ich muss es ja berechnen nach auch der Zeit, die ich dann dafür benötige. Aber was möchtest du denn gezeichnet bekommen, Muriel? Koop, genau. Ja, das ist aber so, ja, die beste Herangehensweise, sage ich mal. Weil jeder Auftrag so unterschiedlich ist, ne? Also, die Arbeit an dem Emote ist zum Beispiel auch eine ganz andere Arbeit, wie wenn du jetzt irgendwie eine größere Illustration, sagen wir mal, malst. Wo schon echt sehr, sehr viele Details dranhängen. Oder Bildelemente, die wirklich Zeit benötigen. Manchmal auch Recherche. Manchmal benötigt man auch für bestimmte Bilder Recherchen. Und ja, die fressen dann natürlich auch wieder Zeit. Aber das muss sich ja irgendwo ein bisschen schon wirtschaftlich rechnen, wenn du davon leben möchtest. Großes weißes Bild ist günstig. Ja, das ist heute ein Sonnenangebot. Nur 3,50 Mark. Zeland, gute Nacht wünsche ich dir. Schlaf gut und komm gut in den morgigen Tag. So, weißt du dein aus. Band, damit du. Dann gehen wir zu Krunk, da passiert das noch mehr. Es gibt noch Fokuslicht. Ja, genau. Ja, also nicht böse sein, Muriel. Das mache ich nicht, weil ich dich hier irgendwie aus Absicht ignoriere, sondern gerade wenn man jetzt irgendwie konzentriert gerade ist,
Da kann man das halt nicht immer gleich antworten. Natürlich schaue ich schon, ich versuche regelmäßig in Chat zu schauen, aber jede Minute kann ich nicht hochgucken. Da muss man einmal das plus, es posten halt auch einfach zu viele Leute. Und wenn man gerade in Gedanken ist, dann überfliegt man den Text zwar mal, aber man nimmt auch einfach nicht alles im Detail auf. Ja, das stimmt, genau. Also es ist einfach nur menschliches Versagen. Na, also du weißt, wie es gemeint ist. Der Computer hat nicht genug Arbeitsspeicher. Computer aber sagt Muri nein. Streamt ja auch selber, oder nicht? Ich meine, die wird das ja so ein bisschen kennen. Ja, Muri streamt selber. Ja. Ja, du weißt ja selber, wie das ist, glaube ich, Muri, ja, ne? Eben. Bei dir ist auch im Chat auch immer viel los. Und gerade wenn man auch spielt, du streamst ja auch Spiele, ne? Das ist, irgendwas leidet dann darunter. Du kannst nicht beides gleichzeitig. Das ist schwer. Ah ja. Ich habe heute eh schon wieder genug aufgebürdet. Ich darf heute wieder selber streamen. Also ich wollte meinen Muxi an einem Tisch sitzend am Inkopolis. Ah, okay. Inkopolis Plaza. Das klingt nach einer schönen Vorstellung, auf jeden Fall. Aber uiuiui, ja. Hintergründe zum Beispiel brauchen da schon ein bisschen mehr Zeit. Vor allem Inkopolis, meine Güte. Das frisst richtig Stunden. Das frisst ordentlich Stunden. Oh, warte so. Mal, jetzt kann ich das... Da sind ja auch nicht gerade wenige Sachen. Ja, das sind schon wirklich sehr viele Bildelemente, das stimmt. Ich glaube, das sind Stunden, über Stunden, über Stunden, über Stunden, über Stunden, über Stunden. Dann heißt es immer so. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellte. Ja, Muri, ich glaube, pauschal lässt sich das nicht sagen. Mal kurz mit jemandem neu Fallout 76. Okay. Aber wenn man das nicht so eindeutig sagen kann, ist das selbstverständlich. Ja, deswegen frage ich ja. Ja. Aber auch da ist es immer noch schwierig zu sagen, weil du kannst ja das Motiv zum einen so zeichnen, dass dich alles hyperrealistisch hast und Details zuklatscht. Oder du sagst zum Beispiel, okay, hey, der Hintergrund wird grob zusammengesmatscht, groß zusammengeschmiert, sodass man aber grob erkennt, was. Ja, also, das kann unterschiedlich sein. Ganz genau. Tiefenschärfe halt hinten verschwinden, aber du verstehst, was halt trotzdem was halt wohl sein soll. Naja. Also so eine Abbildung kann halt eine Mischung, also kann bei, keine Ahnung, 100 anfangen und bei 1000 enden so in der Richtung. Es kommt halt echt drauf an, was du reinknallen willst. Ja. Wenn du halt jede Fliege perfekt gezeichnet haben willst, das ist halt so der Punkt. Genau, Strukturen dann irgendwie noch in den Hausfassaden und der Straße. Da kannst du wirklich 2-3 Wochen dran sitzen oder halt cartoonhafter, also abgewandelter, einfacher. Huna Matata. Oh, Lipo van Effectrix. Ja, du wurdest beschenkt. Viel Spaß mit den Emotes und Hakuna Matata. Hakuna Matata. Tu nicht so, als wäre es schlimm gewesen. Das Ding ist, ich habe eine echt schöne Vorstellung. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja, Muri, da geht's dir wie mir.
Ich hab halt auch was, aber ich kann's halt auch nicht zeigen. Ja, aber ich weiß, was da hilft. Üben und drauf hinarbeiten. Aber tatsächlich zu zeichnen, was man in seinem inneren Auge sieht, finde ich so enorm schwierig. Also ja, obwohl ich es richtig mache, ich kann es nicht. Das wenn Problem, ich ein Bild angefangen habe, verändert sich das Bild in meinem Kopf. Ich habe halt noch nicht mal wirklich die Zeit dafür. Allein schon arbeitstechnisch nicht. Oh Mann! Farbauswahl, bist du bescheuert? Mhm. Ich drücke und das reagiert gar nicht. Der reagiert gerade überhaupt nicht auf mein Klicken und... Ah, jetzt. Mhm. Ist das crazy, ey. Habe ich falsche Farbe. Uri, wir nennen dich Julia unterstützen. Ist aber nett. Das ist nett von dir, Muri. Oh, vielen lieben Dank, Muri. Das ist nett von dir. Muri, was tatsächlich helfen kann, ist zum Beispiel, wenn du dir... Oh, das ist voll lieb, Muri. Ich mach das nur traurig, dass ich das nicht hinbekomme. Ja, aber da gibst du zu schnell auf, liebe Muriel. Das ist es eben. Lass dich davon auf keinen Fall unterkriegen. Das ist leider nicht so, dass man das in ein paar Tagen erreicht. Dieses Level, dass man irgendwann das umsetzen kann, was man in seinem Kopf hat. Ich kenne das auch noch. Und du wirst, glaube ich, auch nicht diesen Zustand erreichen, wo einfach alles so dann perfekt klappt, wie du dir das vorstellst. Es wird immer diese Momente geben, wo du vielleicht irgendwas abwandeln musst oder was verändern musst und bist dann aber trotzdem mit dem Ergebnis zufrieden. Aber bitte tu eins nicht. Gib nicht auf, bitte. Du musst da wirklich dranbleiben und geduldig bleiben. Weil nur so verbesserst du dich dann, wenn du diesen Hürden nimmst. Und du wirst auch immer stärker werden damit. Und du wirst sehr, sehr schnell dann sehen, wo du dich verbessert hast. Och nö, was ist denn jetzt hier passiert? Du bist wie Mario. Ja. Du hast einen gigantischen Schnauzbart. Genial. Du, Muri hat so einiges. Das würde man vielleicht auf den ersten Moment nicht denken, aber... Muri hält immer wieder Überraschungen bereit. Wo ist denn jetzt dieser Kackleck? Wenn das mit dem Zeichnen so einfach wäre und das umzusetzen, was im Kopf ist, dann würde ich nicht seit... Oh Gott. Steffi, wie lange machen wir das schon? Seit wann arbeite ich an meinem Wombat? Ein Monat mehr? Mehr. An den Wombat-Studien? Naja. Ja. Halt immer mal wieder, deswegen weiß ich es nicht. Hieß genau. Anfangs noch nicht Wombat-Studien. Aber ich finde, das passt dazu. Ja. Nee, aber Muri, letztendlich, wenn du selber das Gefühl hast, nicht auf den zu kommen, den du gerne haben möchtest, was für die Erstellung tatsächlich helfen kann, also wenn du wirklich irgendwem den Auftrag geben willst, versuch dir mal zum Beispiel Stilbeispiele zu suchen. So in Richtung, wenn du von einem bestimmten Anime, von einer Manga, keine Ahnung, einen besonderen Stil besonders geil findest und sagst, okay, hier das... Die Art von Hintergrund finde ich richtig cool, keine Ahnung. Dann wird dir halt der spätere Zeichner definitiv genauer sagen, okay, hey, du hast zu erwarten, dass ich so und so lange brauche und wahrscheinlich so und so viel Budget brauche. Das Krümelmonster sehe ich ja jetzt erst. Cool, oh gell? Oh Gott, ist das geil. Was ist das kiffende Ding da in der Ecke? Das ist Niffler, das ist... Der raucht! Hieß der tatsächlich auch Niffler? Der ist Nibbler.
Niffler, danke. Hat mich auch die Niffler aus Harry Potter hier oben stehen, dachte mir ganz so, fuck, das heißt doch. Nee, das heißt du so ähnlich. Wie heißt denn der? Nibbler war. Mein Streifenhörnchen hieß so. Na. No. Ach, guck mal, was ihr aus meinem Ding gemacht habt. Ich geh nochmal AFK, ja? Dann ist das Bild fertig, wenn ich wiederkomme. Okay. Ach, das läuft nicht so? Ja. Okay, jetzt bin ich wieder verstört. Warum? Verstört? Ich sehe, was ein Vergeti gerade geschrieben hat. Nibbler, ja, das Tier, das dunkle Materie kackt. Ja, das hat aber recht. So ist es. Ja, das hat tatsächlich recht. Das ist Nibblers besondere so Fähigkeit. Futurama, ihr Lieben. Ganz tolle Serie. In der Tat. Indeed. Effekttricks, okay, dann habe ich die Ehre. Boah. Hä? Ey, das ist so ungewohnt. Dass deine Sachen plötzlich auftauchen. Oh ja. Da gewöhnt man sich auch dran. Wunderbar. Ich bin aber kurz AFK. Mhm. Ja, so ist ah, das. Ja. Interessant zu wissen. Na, ich bin stolz drauf, dass meine. Ja, siehst du? Und halte dich an diesen positiven Momenten fest und nimm die als Motivation und Anreiz weiterzumachen. Gib bitte nicht auf. Man sieht dir an deinen Werken so stark an, dass du so viel Spaß hast. Das wär wirklich schade, wenn du das aufgeben würdest. Ist nur meine persönliche Meinung dazu. Du musst dich ja nicht jetzt gezwungen fühlen, da irgendwie, oh, Julia hat gesagt, jetzt muss ich das machen. Nein, um Gottes Willen. Mach, was dir Spaß macht. Und das ist das Wichtigste. Weil wenn das dir nicht Spaß macht, das sieht man auch dann an. Aber man sieht definitiv das Gegenteil. Sondern, dass du Spaß daran hast. Und du freust dich doch dann auch über das Endergebnis und auch über den Zuspruch und die Rückmeldung, die du dann darüber erhältst. Daran würde ich festhalten. Tja, Thema aufgeben. Das ist die Geschichte, was ich halt schreibe, ich hätte fast aufgegeben. Ja, den Moment haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt oder waren kurz davor, ja, vielleicht, oder haben es sogar durchgelebt, aber da muss man echt durch. War halt so, ich habe halt angefangen zu schreiben, das hatte ich halt ungefähr ein Jahr. Also, beziehungsweise nicht mal ein Jahr geschrieben, das ist, glaube ich, dreiviertel des Jahres. Und danach hatte ich vier Jahre eine Pause dazwischen. Da habe ich nicht mehr weitergemacht. Mhm. Bis ich dann endlich 2017 jemandem das halt erzählt habe, was ich da eigentlich angefangen hatte. Der mir eigentlich gesagt hat, der das so, also eigentlich so super gefunden hat, wie ich das halt erzählt habe. Und hat gesagt, ich soll das weiterschreiben. Ja. Und ich sag mal so, man merkt es ja auch seitdem, wo ich wieder angefangen habe, mein Schreibstil ist wesentlich besser als davor. Das macht mir auch wesentlich wieder mehr Spaß. Und vor allem, ja, ich habe mal meine eigene Welt geschaffen. Das ist doch super. Die ich halt eigentlich so gestaltet habe, dass jeder, der That's wo... That's a spirit. Sich da mal reinversetzen möchte, er kann sich das selber vorstellen, so möchte. Ich gebe halt eine grobe Richtung vor, aber alles andere über. So ist es. Und genau so ist es, Muriel. Wir sind da auch alle durch und wir gehen da noch durch und wir werden in der Zukunft auch noch ganz viel Schweiß und Verzweiflung erleben. Aber das ist es wert. Weil dadurch wirst du ja stärker und verbesserst dich. Und dann irgendwann macht dir dann auch diese Verzweiflung und dieser Schweiß gar nicht mehr so viel aus, weil du Selbstvertrauen hast, dass du es schaffen kannst. Ich bin faul, ja okay. Da muss man dann natürlich schauen, dass man den inneren Schweinehund ein bisschen auseinandertreibt und geregelt bekommt.
Aber ich finde es gut, dass Rhea jetzt da mal ein kleines zieht, die eine höhere Kontrast hat. Durchlässigkeit haben. Oh mein Gott, es wird schon 2:30. Ja. Scheiße. Ja. Ich denke auch, ich werde mich langsam als irgendwie bewegt sich meine Hand nicht mehr wirklich. Ja, ich merke das auch gerade, dass ich so ein bisschen. Was? Wärst du müde? Bisschen. Ein bisschen? Ich bin seit 7 Uhr morgens wieder wach und zeichne den ganzen Tag. Ja, ja. Ich habe keinen Bock mehr zu zeichnen. Ja. Ich bin seit 5 Uhr wach. Irgendwann sagt das besser. Handgelenk aber auch dann so, boah, ich kann nicht mehr. Das merke ich bei mir dann immer, wenn das Handgelenk dann so langsam Ich hatte 4 Stunden Schlaf davor und bin seit 5 wach und hatte davor 4 Stunden. Ach komm, dann läuft mir doch besonders gut. So unter Schlafmangel. Toll. Ja, natürlich. Du siehst ja, ich bin jetzt immer noch wach. Definiere wach. Definiere wach. Zwischendurch fällt mein Tisch, mein Kopf zwar auf den Tisch und ich sabbere aber. Das klingt nach einer Menge Spaß. Oh, immer den Tisch voll sabbern, also. Oh, ich fange dann aber auch irgendwann an, so verschwommen und doppelt zu sehen. Weil du auch die ganze Zeit hier auf den Bildschirm starrst und. Mhm. Oh Gott, das ist auch. Sehr anstrengend. Dann merke ich dann, oh, jetzt wird es Zeit für ein Päuschen. Oder zumindest irgendwie, mach mal was anderes. Guck dir mal einen Baum an irgendwo oder in die Ferne. Dieser Moment, wenn man merkt, dass man sich um einzelne Pixel kümmert und sich denkt, ist es überhaupt nötig? Sieht man die überhaupt? Klar. Oh Gott. Ich werde jetzt aber auch, glaube ich, gern Bettchen entschwinden. Aber unser Bild ist so cool geworden bis jetzt, ey. Halt super entspannt. Kann man das speichern? Ein Bild zu zeichnen, das ist halt geil. Ja, ne. Glaube ich dir. Ich glaube, man kann sich sogar selber eine Kopie davon erstellen. Ich werde mir das auch mal speichern. Ey, was ich mich jetzt frage, ist, wenn man das jetzt speichert, ob man das später, zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgreifen kann. Das würde mich interessieren. Das ist so geil. Das können wir ja mal ausprobieren. Warte mal, jetzt gehe ich erstmal auf. Wo ist denn hier? Save. Okay, hat es als PNG gesaved. Sieht halt so. Ja. Export. Layer Image, PST. Aber ich glaube. Wer hat das Krümelmonster gemacht? Okay, Muri. Ich lese es mal vor, was du gerade geschrieben hast. Ich übersetze jetzt mal meine Lehrerin. Falsch. Jeder Pixel hat es verdient, auf dem Bild zu sein. Genau, nimm dir nicht so viel auf einmal vor. Das Saphirfeuer sagt das gerade gut, ja. Ja, aber ich habe das gerade so durchgelesen, was Muri gerade so geschrieben hat. Das ist nur so ein kleiner Tipp, der hilft ungemein. Weil ich hab auch mal den Fehler gemacht, da habe ich mit viel kläglich gescheitert. Oh, Eifeljedi, ich glaube, ich kann gerade. Ich bin gerade wirklich. Mir ist schon fast ein bisschen übel, weil ich so müde bin. Oh. Ja, wirklich, das ist. Oh, ich habe auch die letzten Tage einfach ein bisschen zu übertrieben. So 12 Stunden am Stück gezeichnet, bis echt gar nichts mehr ging. Aufträge abgearbeitet und. Oh, ich brauche jetzt echt. Mein Gehirn ist so zu. Hättest du das für dich nutzen können, das weißt du, ne? Du hättest einfach sagen können, es tut mir leid, Hintergründe, sie. Ich hab das einfach nicht. Ich sag's dir. Aber das ist man Vorfeld, kann das als. Photoshop-Datei exportieren. Cool. Ja. Und hat dann die ganzen Layer? Ey, echt? Dann kann man das ja. Aber man kann nicht importieren, man hat oder? Die ganzen Layer. Oh, kann man das irgendwie importieren? Also, dass man eine PST-Datei hier reinlädt. Warte, ich glaube, ich wähle mal eben was aus. Das wäre echt interessant zu wissen, weil damit wir das vielleicht später aufgreifen können. Daran wird gerade gearbeitet. Continue last one. Also, Importing PSD-Files ist gerade in Entwicklung.
Aber ich habe irgendwie Lust, das mit euch fertig zu zeichnen. Das kann man. Du kannst, wenn du es speicherst, ja, kannst du entweder, wenn du auf der Hauptseite bist, auf Continue Last One gehen oder sogar aussuchen, okay. Was? Da dürfen wir aber eine Sache nicht machen. Wir dürfen jetzt nicht zwischendurch irgendwas anderes sagen. Ich meine, dann wäre das hier quasi überschrieben, ja, dann, ne? Und wir brauchen, ich glaube, es wäre sicherer, wenn sich jeder anmeldet, ja, der mit gemalt hat. Das stimmt. Ja? Ich sehe Carina gerade zweimal. Ja. Julia, aber das müsst ihr noch fertig zeichnen. Ja, ne, oder? Aber das müssen wir noch. Heute auf keinen Fall. Ich kann auch nicht mehr gerade. So, von heute hat keiner was gesagt. Aber fertig zeichnen müsst ihr das noch. Weil ich will, so, ich möchte das gerne in fertigen Dingen dann sehen. Wie das dann im Endstadium komplett aussieht. Weil das ist echt super geworden bisher. Ja, ne, ich finde das auch richtig klasse. Ich hätte das auch nicht gedacht, dass sich das heute Abend so entwickelt. Ich dachte, wir machen hier irgendwie so ein bisschen. Was ganz anderes, aber ich finde das, was wir heute geschaffen haben, das Ergebnis, finde ich tausendmal geiler. Ich hätte mir das nicht träumen lassen, dass das so viel Spaß macht, auch zusammen da an so einem Bild zu werkeln. Das ist so geil. Boah, das lass uns das öfter mal machen, das ist richtig geil. Das macht echt Spaß. So, wollen wir den Jui reden? Aua. Ist der immer noch online? Oh, Sven. Tja. Sven, du kommst zu spät. Scheiße. Scheiße. Ja, unser Brain ist durch. Wir sind am Ende. Oh. Wir haben es geschafft, sehr voll runtergefahren. Ich bin mich voll mit Peter verquatscht. Hätten wir fast nicht gedacht. Was Blödes. Oh, guck mal, du musst unser Bild gucken. Ich schicke dir Guck die ganze Zeit auf euer Bild. Ich hab das hier so offen schön. Hier permanent. Oh. Ich weiß doch hier mein Setup. Ich hab doch alles offen. Ich sehe. Ich hab das vergessen. Halt die Klappe. Ich hab sowas nicht. Julia, Nightlife Fainter hostet dich. Ach du Scheiße. Ach süß. Ist das knuffig? Funktionieren die Commands immer noch nicht? Quatsch, die Alerts? Nee, die gehen wieder. Da geht wieder alles. Out of Mana, moin! Mr. Mises, hi! Wie, der hostet mich? Aber wieso wird das jetzt nicht angezeigt? Eben ging noch die Alerts. Ich sehe das gar nicht, ja. Oh nein. Und ich habe nicht drauf reagiert? Oh Gott. Nein. Oh Gott, mir schon so schlecht. Also, malen wir Montag an diesem Bild weiter. Ja, genau. Du musst hier Montag arbeiten. Ich muss Montag arbeiten. Ich muss Montag meine Endscreens weiterkriegen. Ach ja. Und ich muss Tali weiterkriegen. Ich brauche Emotes. Ich muss die Schimpfen zeichnen. Dann müssen alle arbeiten. Mhm. Also ich arbeite nächste Woche komplett durch. Alle 4 Tage Artstreams. Eieiei, oh. Da hast du mal was vorgenommen. Aber die Woche hat 5 Tage. Ja, den Freitag. Also eigentlich nicht. Also mache ich keinen Artstream, weil. Ben, da hast du dir mal was vorgenommen. Naja, ich habe ja auch was vor. Aber guck mal, dann schaffen wir es bestimmt einen Tag zu finden, wo wir unser schönes Bild weiterzeichnen. Ja. Das hat ein Gronk da auf. Was ist bei dem verkehrt? Die Perücke und so? Ja, was? Die lila Perücke. Sieht halt aus wie Edna. Was geht denn bei dem? Alter, da gucken 15.000 Leute zu, willst du mich verarschen? Vorhin waren 20.000. Ja. Alter. Das ist normal bei Gronk. Und er sitzt morgen um 11 noch da. Oh ja, dann wache ich morgen wieder auf und Gronkh streamt. Ja, genau, das kenne ich auch so. Stehst auf und oh, Gronkh ist immer noch am Stream. Ja, vor allen Dingen, ich liege ja oft mit dem Tablet im Bett und schlafe dann dabei ein. Und dann denke ich mir morgens so, ich höre da irgendwas. Oh, ein Gronkh! Ja, da wurde dann auch, denke ich so, geht Gronkh eigentlich auch mal schlafen oder ist der dauerhaft? Hey, du, wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich auch die ganze Nacht durchstreamen und tagsüber einfach nur Scheiß bauen. Oder schlafen oder keine Ahnung. Ey, das wäre genau mein Leben. Warum würdest du nicht tagsüber streamen? Weiß ich nicht. Ich würde vielleicht auch tagsüber streamen. Ich glaube, ich würde es einfach machen, wie mir gerade der Bart gewachsen ist. Ich habe keine Ahnung. Vor allem, ich finde die Nacht ist sowieso schön. Ja, eben. Ich habe halt nachts einfach mehr Bock auf so ein Kram. Du bist ja auch noch munter. Was ist denn hier los? Ich glaube,
Ich glaube, ich würde tagsüber würde ich den so Zeichengeschichten machen und abends würde ich dann zocken oder Blödsinn. Das klingt geil. Ja, so, ne? Also tagsüber spielen wir den netten und abends werden wir dann voll. Bin noch mal kurz raus. Oh. Aber jetzt mal ernsthaft, der Nightlife Painter, der. Ich habe null Mitteilungen bekommen, auch jetzt von Stream Elements nicht. Gar nichts. Ich habe auch nichts. Jetzt bin ich gerade ein bisschen baff. Scheiße, das tut einem dann immer voll leid, weil der oh ist ja nein. Ja, das ist jetzt wirklich richtig blöd. Nee, ich muss einfach das nächste Mal vorbeikommen, wenn er auch da ist. Wird er wieder geradet. Genau. Warte mal, ich mach mal einen Test-Follow. Hä, hey, das geht, meine Alerts gehen. Na, du weißt halt nicht, ob ich mich in die Decke knackt. Sven hat uns zwar bei einem Preis geschrieben. Gute Nacht, die, wer das noch lesen kann. Gute Nacht, mein Zwoom. Ich wäre ja für eine einzelne Runde Scribble für den Seven, so persönlich. Ich hab keine Ahnung. Eifel Yeti will das bloß. Ja. Ich glaube, Seven kommt auch damit klar, wenn wir jetzt kein Scribbleo mehr spielen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die Ladies sollten sich dann mal zu Bett begeben. Ja, was haltet ihr davon? Wollen wir den lieben Yu noch eine schöne Überraschung machen? Ja! Dann machen wir das jetzt. Ja! Dann wünsche ich euch allen, die jetzt noch gerade hier zuschauen, eine gute Nacht, ein wunderschönes Wochenende. Entspannt euch schön, lasst es euch gut gehen. Vielen lieben Dank nochmal für die unglaubliche Unterstützung heute und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. Kommt gut ins Bettchen und wir sehen uns in aller Frische wieder. Und dann bereite ich mal den Raid vor. Oh Gott, ich krieg das noch gebacken gerade. Ach, muss ja nur 57 Viewer, da hauen wir jetzt noch mal ein bisschen was drauf. Ich freue mich so auf dieses Bild, ne? Hoffentlich können wir das weiterzeichnen. Wir haben es gesaved und wenn keiner von uns jetzt ein neues anfängt, sollte das kein Problem sein. Ja, ich werde das nicht benutzen, bis wir uns wiedersehen. So, ich glaube übrigens, dieser Screen dürfte sich extrem gut eignen, wenn man sich wirklich mal sagt, okay. Wir machen jetzt mal einen gemeinsamen Stream zum Thema Tierstudien. Ja! Und alle arbeiten in der gleichen Datei, mit jeder eine Farbe. Genau. Jetzt geht's hier einfach ein bisschen am Tier rum und kann aber zum Beispiel direkt beim anderen auch mit, hey, okay, du kommst gerade nicht weiter, versuch mal die und die Form. Das ist eine fantastische Idee. Oh ja, super, ne? Extrem gut funktioniert. Halt das, was ich ab und zu mal mache, wenn ich mir deine Sachen aus dem Stream rausziehe. Ja! Dann einfach überkriege, aber das einfach direkt in der gleichen Datei. Ja. Und vor allen Dingen, man kann es sich als Photoshop-Datei speichern. Ja, genau. Für später. Oh, das ist toll. Das ist richtig toll. Da wäre ich sehr gerne dabei. Gut funktionieren. Das ist doch Hammer, dass das so gut funktioniert. Ich hätte das echt nicht gedacht, dass das so unglaublich gut geht. Ich dachte, da wird es Probleme geben. Aber spitzenmäßig. Sag mal, wie funktioniert das eigentlich? Oder wollen wir das irgendwie im Nachgang nochmal bequatschen? Weil ich habe jetzt gleich, oder wir reden jetzt den You und dann. Ja, ich kann dir das gleich erklären, ja. Kein Problem. Nee, okay. Nee, ich will jetzt euch hier nicht reingrätschen. Nein, alles gut, alles okay. So, ich werde jetzt erstmal den Raid vorbereiten und. Ja. Auf Wiedersehen, ihr Lieben. So. Du musst ein Glas aussehen, ne? Dann klappt's auch im Nachbarn. So, was poste ich denn bei Jude gleich rein? Genau, das da. So, was läuft die Musik eigentlich? Ach, jetzt ist sie weg. Gut. Und los geht's! Holla die Waldfee! Ist ja komisch. So cool.